geht ab, meine lieben Freunde, euer Juni hier und herzlich willkommen zum großen GTA San Andreas Finale. Moment, Leute, falscher Beat. Ja, Freunde, herzlich willkommen zum großen Finale von GTA San Andreas. Ich hab's euch versprochen, heute am Sonntag kommt leider die letzte Folge für mich, jawohl, Uwe, weil so viel Pech wieder gehabt in dieser Let's Play-Reihe. Und ich habe es euch versprochen, wir werden CJ zum Muskelpaket machen für das große Finale. Ich habe das die ganzen Folgen immer aufgeschoben. Es ging eigentlich relativ schnell. Ich hatte das innerhalb von 20 Minuten durchgehabt und habe das nebenbei gemacht, wo ich am Telefonieren war mit einem Kollegen von mir. Und zack, war CJ komplett auf den Muskeln. Er drückt jetzt 160 Kilo Bankdrücken, wisst ihr, neuerdings mit seinem Penis. Also es ist unglaublich, was ich da im Fitnessstudio gesehen habe. Das konntet ihr natürlich nicht sehen. Dann müsst ihr auf eine andere Plattform. Aber CJ hat es wirklich geschafft. Das ist unglaublich. Aber irgendwie sieht er auch ein bisschen dicker aus. Also wenn ihr im Vergleich mit letzter Folge, ich fand, wenn er Halbmuskeln hatte, war der besser. Dann habe ich den weiter trainiert. Und jetzt hat er da volle Muskeln. Guck mal, die Leute rennen sogar alle weg. Die haben Angst vor ihm. Ich bin CJ. Ja. Er kann einfach nicht mehr so schnell rennen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, Leute. Und ja. Nimmt auf jeden Fall den Like-Button auseinander. Ich werde heute so lange spielen, bis wir das Spiel durch haben. Auch wenn es am Ende ein 3-Stunden-Special wird, ist mir egal, denn ich werde ja jetzt am Montag, dem 13.12., werde ich operiert, Freunde. Und muss halt deshalb ein bisschen Pause machen, was Zocken angeht. Ich werde versuchen, über die Tage, wo ich nicht zocken kann, die Call of Duty-Kampagne auf dem Kanal zu bringen. Dann ist ein paar Tage Pause von GTA. Und wenn ich dann wieder fit bin und zocken kann, dann werden wir mit GTA Vice City reinstarten und danach natürlich auch mit GTA 3. Also wird euch einiges noch erwarten. Und guck mal, dafür, dass es jetzt heute die letzte Folge ist, wisst ihr, was ich mache? Ich werde mit euch gemeinsam auch noch die Nebenmission machen. Guck mal, ich bin ein Ehrenmann. Sondern wir machen diese Dollar-Mission. Ich weiß, die gehören eigentlich gar nicht zur Story hinzu. Aber ihr meintet, ey, ja, nee, macht die auch mal bitte. Die gehören auch noch dazu, so halbwegs. Deswegen machen wir die einfach mal, weil ihr meintet, das sind coole Missionen. Und ich hoffe, wir werden heute nicht so viel Pech haben, damit wir gut durchkommen werden. Weil wir haben jetzt gerade wieder 1 Uhr in der Nacht. Und wir gucken mal, wie wir durchkommen werden. Auf jeden Fall, nimmt den Like-Button auseinander. Es war wirklich eine geile, geile Let's Play-Reihe. Auch wenn ich öfter mal ausgerastet bin und so. Es ist eine Hassliebe wie bei FIFA, muss man einfach sagen. Und ja, deswegen, letzte Folge. Würde es mich freuen, wenn ihr die 5000 Likes schaffen würdet für dieses große Finale hier. Ich habe unnormal Bock heute. Und wir gucken, was uns erwarten wird. Wir starten rein. Woozy ist die nächste Mission. Aschischer Drecktunnel, erspürt Spionage. Warum ist das so dunkel hier, Alter? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. Einfach komplett dunkel. But this window here must let some light in. Yeah. Was ist denn das denn für Fliegen da? Right here. This what we gonna play. Boah, jetzt sieht CJ richtig breit aus, Alter. No. Wouldn't we have done this in my office? So ein Muskelpaket. You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Hör beim Hintergrund ist Casino-Geräusche. Ich sag euch so, wie es ist, Freunde. Ich war in meinem Leben. Ich kann es an der Hand abziehen. Ich war in meinem Leben 5-mal bisher im Casino gewesen. Also. Nicht oft, ne? Und deswegen. Ich kann es euch nur abraten, Digga. Es ist. Also, ich habe mich da unter Kontrolle. Ich weiß, wenn ich bei sowas mal reingehe, komm, schmeißt du mal einen Zehner rein oder sowas. Aber mehr auch auf gar keinen Fall. Definitiv nicht, Leute. Definitiv nicht. Mich würde es auch sehr freuen, Leute. Ich ziehe so durch auf Twitch und auf Insta und so. Bin jeden Tag dort auch am Start. Mich würde es freuen, wer da noch nicht abgecheckt hat, gerne ein Follow dazulassen auf meinem Twitch-Kanal und auch mal in den Streams vorbeizuschauen, weil Livestreaming ist einfach so komplette Liebe. Und da ist der Bezug zu euch einfach so komplett da. Und ja, wir starten rein in die Mission. Heute, Bratucha, Amena. Die Polizei wird dir das nicht durchgehen lassen. Ist mir scheißegal, Digga. Guck mal, ich check das nicht. Der wird 100-mal überfahren. Er verreckt einfach nicht. Ey! Ach, geil. Jetzt falle ich ins Wasser. Komm, CJ. Komm, du schaffst das. Jawohl. Ey, geil. Sind die anderen alle abgehauen, ne? Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich muss die mit mehr Schwung überfahren. Mit mehr Schwung. Genau so. Zack. Genau so. Und den. Boah, wir werden. Zack. Boah, Junge, der hat aber einen am Casino gewonnen, Alter. Was geht denn hier ab? Wie viel Cash hat der denn mitgebracht? So, da hinten ist noch irgendwo einer. Wo ist der? Boah, der wird so überfahren werden. Mir tut mir jetzt schon leid. Wo ist der? Guck, der rennt, Bruder, der rennt um sein Leben. Hadouken! Gut, nimm dir die Kamera. Ey, so ein Witz. Denn natürlich hat der Letzte wieder die Kamera. Oh, Polizei ist da. Polizei ist da. Du hast eine Kamera. Begib dich jetzt zum Gebäude der Stadtplanungsbehörde. Okay. Fahren wir kurz hin, Leute. Ich werde natürlich ein paar Fahrten überspringen, aber so, wenn die zum Beispiel nah ist, können wir das gerne
kurz zeigen. Wir können noch ein bisschen quatschen und sowas. Herrscht eine strenge Sicherheit, mach keinen Ärger. Ah, Bruder, ich mach keinen Ärger. Ich bin nur CJ von der Groove Street. Deswegen, alles entspannt. Ey, ihr meintet auch, guckt dir mal die alten Folgen an von vor 6 Jahren. Da hatte ich auch bei so vielen Stellen einfach so viel Pech gehabt. Ja klar, manchmal bin ich auch ein bisschen lost, das stimmt schon, keine Frage, Leute. Aber es ist auch unglaublich, was hier passiert, ne, mit Polizeiautos kamen vom Himmel und sowas. Also das sind wieder Momente bei dieser Let's Play-Reihe, wo ich mir denke, das ist doch zu krank, das ist zu krank. So, Junge, CJ sieht aber auch ein bisschen fett aus, muss ich sagen, das ist zu viel Muskeln. Dies ist eine Behörde, keine offengetragenen Waffen, dann wirft man dich vom Gelände, okay? Wir müssen jetzt ganz lieb sein. Ganz lieb, hola, chica. Can I help you, sir? Ja. I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Ist mir egal. Yeah, I'm only after some reference. Digga. Solche Frauen habe ich aber nie bei der Behörde arbeiten sehen, Alter. Was ist das denn? Das Treppenhaus ist zugänglich. Begib ich in das Stockwerk, wo die Pläne. Ja, wir kommen. Ah, hier ist das Treppenhaus. Okay, komm. Ich fand das früher so geil, wo man hier in diese Gebäude rein konnte und so und dann einfach hier rumlaufen. Warte mal. Ach, scheiße, ich dachte, wir können jetzt hier gucken und erwischen jemanden vielleicht oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Geh mal ein bisschen hier höher. Cookie, looky, looky. Was ist hier? Aha. Aha. Guck mal, wenn er sich versucht zu klären. Das ist die Zwillingsschwester von der einen, die unten arbeitet. Wusstet ihr das, Leute? Digga, wie riesig ist das hier? Wir können auch überall rein. Aha, guck mal hier. Was hat er denn am Arbeitsplatz, hä? Was macht er wohl damit, hä? Wenn die Türe zu ist. Ja, ja, ja. Guck mal, ich sehe sogar mich im Spiegelbild. Was ist das denn? Digga, was sind das für Behörden hier, Alter? Wir gucken uns hier mal ein bisschen um, ehrlich. Das macht richtig Bock, so Gebäude zu erkundschaften und dir mal alles anzugucken und sowas. Schon sehr, sehr geil. Aber dann guckt man noch hier, was wir noch hier so Schönes haben. Es ist ja die letzte Folge, von daher, Leute, alles ganz entspannt. Ne, wir haben keinen Zeitdruck. Ist scheißegal, wie lang die Folge wird. Es wird ein großes Finale sein. Klar hätte ich jetzt auch zum Beispiel sagen können, ja, wir machen heute 40 Minuten, morgen wieder 40 Minuten. Aber ich dachte mir, komm, das passt einfach so zum Abschluss, so am Sonntag, ein schön großes Finale und ihr feiert ja auch diese Specials und ich finde, die machen auch Bock. Du kannst die Casino-Pläne nicht fotografieren, wenn der Wachmann in der Nähe ist, du musst ihn ablenken. Unten in der geh runter und find heraus, ob du ein Ablenkungsmanöver starten kannst. Okay. Ah, warte mal, vielleicht müsst ihr da irgendwie so ein Geräusch auflösen oder sowas. Moment, hier waren wir ja gerade schon. Also siehst du, jetzt müssen wir nochmal hier hin. Ey, ich hab's irgendwie gewusst, dass wir wieder in diesen Raum müssen, ne? Diese Klimaanlagen. Zerstöre sie irgendwie. Mit Messer. Das ist mein Messer, Bruder. Ja, geil, ich brenne. Ich brenne. Und ich brenne wieder. Ey, pack die Waffe weg. Pack die Waffe weg, Bruder. Guck mal, die gehen raus, als wäre nichts, Alter. Feueralarm, ich würde um mein Leben rennen. Und die gehen einfach, als wäre nichts. Was ist denn hier? Was soll ich denn jetzt fotografieren? Was? Du hast die Casino-Pläne abfotografiert? Bruder! Das war einfach ein schwarzes Bild! Die Cops können wegen des Feuers die unteren Türen nicht schließen. Mach, wenn nötig, von deinen Waffen... Hey! Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn alle her, Alter? Ey! Wir müssen aufpassen, unser Leben, Leute. Also die M4 wird jetzt hier keinen Sinn machen, Leute. Lieber die Waffe, die ist viel entspannter, weil die direkt zielt und direkt schießt. Ey! Ey, wieso zieht der manchmal so komisch, Alter? Ey, renn unser Leben, CJ, renn! Amena! Mein Leben! Aufpassen, aufpassen, ich muss jetzt irgendwie hier weg. Ey! Nein, nein, CJ! CJ! Ey, Mann, Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Es geht schon wieder gut los, ey. Ja, komm, die gucken, Alter, mir. Warte mal. CJ muss halt schneller schießen. Zack, genau so. Ja, auf einmal sind da 2 Schwänze. Ja, komm, habt ihr euch gegenseitig gerade eingelutscht, ne? Habt ihr gut gemacht, ja, und du hast mitgelutscht. Um die Ecke hier, ja. Guck mal, wie noch das Blut hier liegen bleibt, Alter. Was haben die Macher da angestellt? Guck mal, hier überall liegt noch das Blut von... Ey, CJ, schieß doch, junge Mann. Gibt's hier kein Leben irgendwo?
CJ. Schieß doch! Jawohl, Junge. Okay, wir haben 3 Sterne. Wir müssen jetzt irgendwie sofort abhauen. Ich glaube, wir nehmen uns lieber ein Auto, oder? Das scheiß Motorrad hat nichts gebracht. Ich konnte mich nicht mal 1 Millimeter bewegen, ihr Hunde! Okay, mal gucken, was wir jetzt machen. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Leben, Leute. Ein bisschen mehr. Die M4 hat es doch gebracht. Schneller, Steve, schneller. Ja, ab ins Auto. Ab ins Auto, Buddy. Und gib ihm. Gib ihm. Genau so, CJ. Genau so. Genau so. Ey, ich will einmal 6 Sterne haben. Kann man überhaupt 6 Sterne bei GTA San Andreas bekommen, ohne zu cheaten? Weil früher habe ich noch... Ich weiß gar nicht mehr. Kommt irgendeine Mission, wo man 6 Sterne hat? Ja, 4 Sterne ist ja ein Witz, Bruder. Ja, komm. Kann mir allen die Eier lecken. Das sind alles die Eierlecker hier wieder am Start. Ja, ja, guck mal, jetzt hier wieder auf dem Parkplatz. Boah, Junge, super reingedriftet hier. Boah, war das knapp, Alter. Meine Güte. So. Also ich glaube, wir werden über das Finale wird CJ abnehmen, weil wir sind die ganze Zeit am Laufen. Ich glaube, der wird die perfekte Form am Ende des Let's Plays erreichen. Ganz easy, Freunde. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen uns hier erwarten in diesem komischen Casino noch hier mit dem Dollarzeichen. Keine Ahnung mehr. Aber ich denke mal, nicht mehr als 5 Missionen werden das sein. Und ich glaube, bei der Hauptmission, also bei der anderen Stadt, wenn wir wieder zurückfliegen, da brauchen wir auch noch so 10 Missionen. Also, es kann lange werden heute noch, ne? Es kann das 2-Stunden-Special übertreffen. Deswegen, nehmt den Like-Button auseinander. Ich habe richtig Bock hier. Guck mal, ich sag euch so, wie es ist. Ich würde viel mehr Geld verdienen, wenn es jetzt nur ums Geld gehen würde, wenn ich 4 einzelne Folgen noch machen würde, als wenn ich jetzt so ein Riesen-Special machen würde, ne? Aber mir geht es jetzt hierbei nicht ums Geld, Freunde, weil ich habe einfach Bock auf so ein Special zum Abschied, bevor ich operiert werde. Und danach machen wir schön die Call of Duty-Kampagne und gehen in Vice City rein. Ich finde das alles perfekt, so wie ich es Key to her heart. Das, der Schlüssel zu ihrem Herz. Ist das just going to be extremely difficult or next to impossible? Hear me out on this, homie. Boah, was ist das denn? Cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building. Boah, richtige Prison Break Player Plane hier. Plane. At either end of the complex. All right. Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places a swipe code. Digga, das sind überall Fliegen, Mann. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Habit. Ah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, no. Hey, boss, this arrived for CJ. Hey. Damn, man. Now we've seen the plan. Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. Oh, CJ ist so ein Vieh, Alter. Wahnsinn. Was ist das? All right, cool. This is the security card reader that Zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Okay. Das ist, glaube ich, der Raubüberfall, ne, diese Mission. Was geht denn jetzt ab? Always one guaranteed weak link in any security setup. Schwachstelle. The human heart. Das menschliche Herz. Ich glaube das nicht. Ah nein, wir waren ja gerade bei der Behörde. Ich habe jetzt gerade gedacht, ey, ich habe jetzt gerade im Kopf gehabt, dass CJ diese eine an der Kasse oder an dem Empfang um die Finger wickeln muss oder sowas. Oh shit, vielleicht gibt's hier nochmal doch 30 cm Action. Ich weiß es nicht, Digga. Sogar 40, Alter. Aber jetzt ist CJ... Guck mal, bei CJ ist so, je mehr Muskeln der hat, desto mehr Muskeln hat er unten auch. Und das Ding wird immer größer. Das ist unglaublich. Das kann halt nur CJ, Leute. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Okay. Wir sind jetzt hier im... müssen wir jetzt wirklich eine Dame... Ja, den Kachlaui hat da ordentlich Geld gewonnen im Casino, sehe ich gerade, So. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Croupier hat eine Schlüsselkarte und kennt den Code. Folge ihr. Bruder, also... Bruder, wie geht die denn? Was hat die für ein Auto, Bruder? Was ist das denn? Wenn du ihr zu nahe kommst, erschrickt sie doch. Oh nein. Okay, bei sowas müsste mir aber... Bei sowas... Der Schreckometer ist wieder da, Freunde. Der Schreckometer. Nochmal für alle, damit ihr es richtig verstanden habt. Der Schreckometer. Ach du Scheiße, Alter, ja. Ich finde, das sind diese unnötigen, also die man gar nicht zeigen muss. Das ist ja eh keine Hauptmission, Freunde, deswegen. Ich würde sagen, wir überspringen das einfach jetzt hier. Ganz entspannt. Ich entscheide, was wir überspringen und was wir nicht überspringen. Das sind Nebenmissionen. Deswegen, wenn irgendwas passiert, sehen wir uns gleich wieder. Was geht denn jetzt ab? Sex Shop XXX Videos und Toys.
Die geht da rein. Ich fasse, sie ist im Sexshop gegangen. Folg ihr hinein. Ey, habe ich die Mission damals auch gezockt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich null dran erinnern. Was? Digga, einfach Sexshop. Warte, was wird denn eigentlich passieren? Also es wird mich jetzt einfach mal, sorry, aber mich würde es einfach mal interessieren, was passiert, wenn ich jetzt ihr verdammtes Drecksauto zum Explodieren bringe, hä? Du hast die Autos zerstört, jetzt wird dir nicht helfen. Scheiße. Ja, guck mal, CJ, während des Fahrens, ich fasse es nicht. Guck mal, wie weit seine Hand oben ist. Was meint ihr, was der für ein Ding da hat? Was ist das denn, Bruder? Okay, Leute, jetzt geht's einfach in den Sexshop. Ich komme nicht klar, Alter. Mal gucken, was jetzt hier abgehen wird. Ey, ich muss aufpassen, nicht, dass ich irgendwas zensieren muss oder so, ne? Guck mal, CJ fühlt sich hier wohl. Die Gruppier ist irgendwo hier drin, such sie. Ja, erstmal im Ach, du Scheiße. Bestsellers. Warte mal. Oh, warte mal, hol mal die... Nein. Ah, pack die Waffen weg. Bruder, was ist das denn? Was ist das denn da hinter der Theke? Ach du Scheiße. Granny Grabber 10. Watch as top porn double on, up on your gran. Ach du Scheiße. Jenny und Sarah Lesbo Adventure. Hamster Love 2. Naughty's Nurses. Filthy Chicken. Filthy Chicks. Was geht denn da ab? Hard Harder. Was zur Hölle geht hier ab, Alter? Bruder, wo ist die hin? Ja, warte mal, muss ich die zensieren, diese jungen Damen hier? Janina? Janina? Mach die da, Digga, von meiner Tür. Muss ja aufpassen, was ich sage. Psst, wir machen ganz langsam weiter, entspannt. Digga, was geht denn jetzt hier ab? Was sind das für Fotos? Was soll ich machen? Uff. Ja, gut. Was soll ich denn machen, Mann? Hä? Soll ich mich hier hinstellen, okay? Wow. It's nice and tight. I'm sure you'll squeeze in just fine. Let's have a look. Perfect. Oh, hi, Benny. Yes, Benny. I'm just trying it on. You got yours? Cool. I'll see you at my house in a short while. Ach du Scheiße. Ich muss aufpassen, dass ich ab 18 geschalten wird, ne? Aber eigentlich ist ja alles zensiert, ne? Was geht denn jetzt hier ab, Alter? Ja, und jetzt wieder ein auf braves Mäuschen, ne? Besorg dir einen S&M-Anzug. Nein. Ach du Scheiße! Was ist da? Einfach Venom! Ach du Scheiße! Boah, Bruder, einfach der unglaubliche Hulk! Junge, was zur Hölle, Alter? Guck dir das mal jetzt an! Bruder, einfach Venom! Junge, was für ein Tier, Junge! Boah! Zum Glück haben wir den trainiert! Ey, was passiert hier? Die Gruppierer hat den Stoff verlassen, folgt ihr, aber fahr nicht zu dicht dran! Ey, was erleben wir hier heute? Ich geh kaputt. Boah, guck dir mal diesen Anzug an, Bruder. CJ sieht so breit aus. So ein Monster einfach. Ach du Scheiße. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Aha. Parke gegenüber dem Haus der Croupier. Croupier. Was ist das für ein Name? Croupier? Oh, guck mal, das Blatt unten rechts. Voll gute Grafik, ja? Jetzt sag mir nicht, wir müssen da auch noch rein. Der Sexsklave wird gleich kommen. Warte in der Nähe und sorge dafür, dass das Haus der Croupier nicht erreicht. Ey, Bruder, was ist das für eine Mission? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Schreibt mal in die Kommentare jetzt rein, ob wir das damals gemacht haben, diese Mission. Ey, ich kann mich gar irgendwie absolut null daran erinnern mit diesem S&M-Anzug. Einfach S&M-Anzug. Wenn er den behält, dann spielen wir safe heute das Special so zu Ende mit dem S&M-Anzug, Alter. Wahnsinn, okay. Wir gucken mal jetzt, was abgehen wird, Leute. Wir warten jetzt eben, ob der Sklave kommt. Der hat das Haus fast erreicht. Ach, das ist der Sklave! Nein! Mit dem Dildo in der Hand! Das ist der mit dem netten Dildo in der Hand! Ey, guck mal! Was hat er da in der Hand? Ja. Ich sage euch so, wie es ist. Ey, ich dachte, der Kopf kommt mich da jetzt gleich verhaften. Guck mal, das Ding in seiner Hand. Seht ihr das? CJ kann da locker mithalten. Sogar noch mehr. Also, Alter, was für ein Gerät. Also, die Frau hat hohe Ansprüche.
CJ, aber ich glaube, CJ ist dem Ganzen gewachsen. Digga! Okay. Ja, okay, das Ding, okay. Alter! Was ist das denn für ein Gerät? Junge! Ja, man kann einfach Leute schlagen. Was geht denn hier ab? Ey, ich bin gespannt, was jetzt abgehen wird. The door's open, Master. Ach, was geht denn jetzt ab? You've been a naughty girl. Oh, I know. I know. Spit it out, filthy worm. You'll never break me. You'll never break me. Good, I'll punish you more. Oh, Betty, you minx. Bruder, was geht hier ab? Ja, das ist es. Das ist es. Da ist Blut. Die blutet. I hope you remember my name. Ach, du hast eine Freundin mehr. Du musst sie zum Essen ausführen, bevor sie dir die Schlüsselkarte gibt. Ach nein. Ach du, Bruder, bin ich in der Bronx gelandet oder was? Alter, guck mal, was für ein Ding der da in der Hand hat. Wahnsinn. Bruder, die Frau hat hohe Ansprüche, ja? Okay, brauchen jetzt erstmal irgendwie die Schlüsselkarte von ihr. Müssen die zum Essen ausführen und sowas. Ach du Kacke, okay. Ja, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal hier und gucken, dass die gleich wieder da ist. Dann gehen wir mit ihr essen und dann gucken wir mal, was abgehen wird, Leute. Bis gleich. Okay, wir sind da. Jetzt geht's los. Ey, und wir nehmen die ganzen Muskeln ab, ne? Oben links. Ja, guck mal, jetzt einen auf lieb, ne? Ja, geil, ich kann nicht mal ihr Auto nehmen, korrekt? Warum fährt sie dann nicht? Wir gehen jetzt erstmal schön einen dicken Burger essen, Leute. Wir haben auf jeden Fall richtig viele Muskeln verloren, ne? Ich weiß nicht warum. Aber eigentlich bringt das jetzt was, wenn wir essen gehen. Bringen sie hin, schnell ins Restaurant, okay. Ach, geil. Carl, what are you doing? I'm killing people, I am Carl. So, Junge, Alter, alles gesehen heute. Also es fängt da gut an, das große Finale hier. Und jetzt wieder, hört die Musik. Oh yeah. And I will always love you. Ja, stark. Oh je, scheint nicht so, als ob sie sich gut amüsiert hatte. I've had a great time, but I've got to get back home. You ever thought about being a pony for the day? Yeah, go on. Hat die gesagt, könntest du dir vorstellen, mein Pony für heute Nacht zu sein? Ja, also ich will, wenn dann das Pferd. Sowohl auch im Genitalbereich. Wir brauchen die scheiß Schlüsselkarte von ihr. I've had some terrible days in my time. Goodbye. Ja, willst du mich verarschen? Fortschritte bei Melly. Ja, geil. Es kann doch nicht wahr sein, Alter. Mann, Digga. Jetzt muss ich die ganze Zeit mit ihr hier essen und die wohnt am Arsch der Welt, ey. Oh, jetzt schon wieder, Bruder. Ich hab da langsam echt keinen Nerv mehr drauf, ne? Achso, jetzt kommen die da. Hi, Carl. Digga, ich muss die jetzt. Okay, let's move. Bring sie hin. Schnell ein bisschen Restaurants, Bars und Diners findest du alle auf der Karte. Ja, okay. Ich werde jetzt versuchen, keine Menschen zu überfahren. Vielleicht hat sie das abgefuckt. Digga, verpiss dich doch. Guck mal, die eine. Die will zu CJ! Die will zu CJ! Ja, die sieht aber auch 10-mal besser aus. Soll die lieber reinkommen, ehrlich. Guck mal, wie die mit dem Arsch noch wackelt, Alter. So, oh. Wir fahren jetzt vorsichtig. Und diesmal gehen wir statt Burger, gehen wir Pizza essen. Digga, du Hundesohn! Guck mal, die springen. Guck mal, die fahren. Ja, die fallen alle vors Auto, die kleinen Wichser. Verpisst euch doch, ihr Hundesöhne, Alter! Was eine Drecksmission. Ich scheiß gleich auf diese Drecksnebenmission. Sag ich nur so, wie es ist. Ja, halt die Fresse, Alter. Guck mal, nicht mal die Gitter gehen hier kaputt, Alter. Mein Gott, wie komme ich denn zu dem Scheißladen hin, Mann? Ey, Leute, Alter. Das letzte Mal, ich euch zeige, ne? Aber guck mal, da ist doch dieses Dollarzeichen auf der Karte. Ja, jetzt kommt die Polizei noch. Ja, komm, nimm mich fest. Ja, geil. Ja, geil. Ja, Auto brennt. Ja, geil, alles von neu. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Mein Gott, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Dieses verdammte Dreck-Special. Ja, alle Waffen weg, Schwanz weg, alles. Ich guck mal, vielleicht können wir so zu Wusi. Oder wir müssen diese scheiß Special-Karte bei dem besorgen. Ey, ich krieg die Krise, Mann.
Ich sehe schon, komm Leute, ich gehe zur Mission. Es steht da, du kannst die Mission erst fortführen, wenn du die Schlüsselkarte hast. Vielleicht müssten wir die auch gar nicht daten. Ich weiß es gar nicht. Das war gerade richtige Zeit für. Wenn da, mal gucken, was da jetzt steht. Ich bin gespannt. Hä, es geht? Es geht? Hä? Digga, ganze Familie auf einmal da. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up. We can't hear you back here. I appreciate your input, but please, fuck off. What did he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Was das denn für ein Lelek mit seinem Bart, Alter? I live here. Oh, okay. Just stay. I live here. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Der hat noch einen extra Wunsch? Okay, look. I'm gonna go shut off the city's power source. Woozy, look after these fools for me. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Okay, ey, krass, wir hätten gar nicht diese Kuh aus nochmal mit der daten müssen, ey. Ich krieg die Krise, ne? Du brauchst ein Flugzeug, um mit dem Falschen über dem Demkai abzuspringen. Ach du Scheiß, okay. Ja, scheint eine gute Mission zu werden, ey. Scheiß, ich hab keine Waffen, ne? Am Ende bereue ich es gleich wieder, dass ich keine Waffen hab. Ach, geil. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, wir sind da. Steig in das Flugzeug am Ende der Rollbahn. Okay. Ich glaube, da einfach jeder Idiot so easy in den Flughafen reinkommen kann, ne? Früher haben die das einfach, hat die das nicht gejuckt, Digga. Die haben einfach die Mission gemacht. Hauptsache, man passiert irgendwas. Okay. Ja, jetzt müssen wir richtige Mission Impossible Mission. Aber CJ ist wieder dünner geworden, ne? Das ist so krank. Ja, wie will er jetzt da hochkommen? Wie will er da hochkommen? Wohin rennt er denn? Warte mal. Wie soll ich da hochkommen? Hallo? Ja, ich drücke jetzt einmal Dreieck. Okay, mal gucken, was der macht. Ich habe keine Hände. Guck jetzt. Wohin rennt der? Wohin rennst du? Er wollte mich gerade verarschen. Guck mal meine Hände. Guckt euch meine Hände an. Ey, Leute, ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Guckt es euch an. Ich mach nix. Ich habe einfach einmal Dreieck gedrückt. Wie? Ach, hier ist die Türe, oder was? Das ist einfach die Türe, Mann! Oh, ich gehe von. Ja, wo haben wir den Fallschirm? Fliege die Maschine zur Absprungmarkierung über dem Damm. Okay. Was ist das für eine Maschine, Alter? Boah, Junge, was ein Gerät. Eieieiei. Fliegt einfach in Zeitlupe. Aha, guck mal, ich muss da hoch, okay. Aber wie soll man denn diese Höhe erreichen, Mann? Oder wie hoch da? Wir sehen uns gleich wieder. Es dauert doch locker eine Minute, bis der da oben ist. Da! Oh mein Gott, wir haben die Höhe erreicht. Junge, guck mal, wie hoch wir sind. Was ist das denn? Alter, sieht das krank aus, ne? Ey, checkt auf jeden Fall mal auf meinem Kanal dieses Matrix PS5 Gameplay. Ihr werdet nicht auf euer Leben klarkommen. Wenn so irgendwann GTA 6 kommen wird, das ist die Zukunft. Geht auf meinen Kanal, Leute. Guckt euch das an. Vertraut mir. Wenn ich euch was sage mit Grafik, bitte vertraut mir und guckt euch das an. Okay, wir sind da. Markierung. Dreieck. Wuhu! Und jetzt wohin? Ja, geil. Das Flugzeug knallt jetzt einfach irgendwo gegen, ey. Ach, geil. Jetzt hörst du gleich nur... Alter! Junge! Boom! Junge, was ein Soundeffekt, Alter. Muss ich jetzt genau da landen, oder was? Wie soll ich denn genau da landen, Alter? Oder doch, komm, so kriegen wir das hin. Der fliegt super. Der fliegt super, der CJ. Wir schaffen das, Freunde. Vertraut mir, ich bin guter Lander. Fallschirm jetzt aufmachen. Oh nein. Runterziehen, dann fliegst du weiter. Runterziehen, Bruder. Ach, geil. Ich stell mal vor, wir müssen genau da drauf landen, ne? Ey, Bruder, ist das eine Scheiße hier. Ich kann dir nicht mal lenken, diese Scheiße. Lass dich einfach fallen ins Wasser, du Idiot. So, warte, ja. Da müssen wir mal hinschwimmen, ja. Ein bisschen runter, wieder ein bisschen. Stell dir vor... Fehlgeschlagen, Mission fehlgeschlagen. Ich würde durchdrehen. Halt's Maul. Begib dich zum. Okay. Ey, ich dachte, da stand jetzt Mission fehlgeschlagen, weil ich nicht genau an dem Punkt gelandet bin. Ah, ich glaube, ich kenne die Mission, Freunde. Ich glaube, wir müssen diesen Damm zum Explodieren bringen oder sowas, ne? Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Gib Acht, dass dich Waffen nicht entdecken, deine Gegend patrouillieren. Mit ihren Knüppelstöcken, Alter. Okay. In der Nähe ist ein Messer versteckt. Das könnte nützlich sein. Oh, jetzt müssen wir wieder auf Undercover James Bond hier. Denkt daran, geduckt zu gehen, um weniger Lärm zu verursachen. Okay, easy, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Okay,
Wir sind da. Jetzt sind wir haben ja eh keine Waffen. Ich bin ja vorhin gestorben. Du musst... Oh nein. Hat er mich gesehen? Du musst an den Wachen vorbei, um den Eingang zum Generatoren-Dings zu finden. Okay, die haben ja eh keine Waffen. Die haben nur so Knüppelstöcke. Kommt jetzt zu mir hin. Dreh dich mal um, du Sibi. Dreh dich um. Jawohl. Genau so. R2 gedrückt halten. Easy. Gib mir mal den Knüppelstock da von dir. Hallo? Warum kann ich den Knüppelstock da nehmen? Sag, ey. Hä? Wieso habe ich Polizei? Was? Wer hat das denn gesehen? Ey, stell dir mal vor, wir brauchen jetzt Waffen und ich habe die Mission komplett umsonst gemacht bis zu der Stelle. Stell euch das mal vor. Muss komplett die Mission von neu machen. Du musst unbemerkt bleiben. Bist du entdeckt oder machst du viel Lärm, wird das ganze Gebäude alarmiert. Ach du Scheiße. Ey. Was soll ich machen? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Oh Gott, Digga. Was soll ich machen? Ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Ach, Sprengladung. Ah, und jedes dieser Dinger eine Sprengladung. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen echt den Damm sprengen. Oh oh. Das ist wirklich so eine Mission, wo wir unentdeckt bleiben müssen. Richtig Prison Break-Style, seid mir ehrlich. Ich fühle mich gerade wie bei Prison Break hier. Prison Break. Okay, ganz ruhig, Ernesto. Wo ist die zweite Leiter? Den können wir schnell holen. Pack dir den. Ey, was war das denn, Alter? Bruder, wie stecht der den denn ab? Aufpassen. Guck mal, wie der eine Vogel da rumrennt, Alter. Der hat doch keine Ahnung, was er da tut. Ach, krass. Ich glaube, ich erinnere mich aber an die Mission. Ich weiß nicht, ob wir die damals gezockt haben oder ob ich die wirklich vor 6 Jahren das letzte Mal gezockt habe. Ach, wir können die ganze Zeit hier oben bleiben und ich, Idiot, gehe die ganze Zeit da runter, ey. Also, Sprengstoff. Eigentlich CJ Rücken richtig geil, so diese Dinger so da einfach dafür, so nach dem Motto, ich bin schon mal im Knast gewesen. Digga, was macht... Oh, oh, nein. Nein. Bitte nicht Alarm aktivieren. Nein, er hat geschossen. Nein, ich muss schnell hier weg. Ich muss schnell den letzten platzieren. Gib ihm. Schnell, gib ihm. Und jetzt sofort rennen, Digga. Ich habe eh keine Waffen. Außer ich kann die Waffe von dem nehmen. Alle gerne... Komm, CJ. Komm. Gib. Ja, ja. Gib die Waffe. Ja, wo ist die Waffe? Warum krieg ich die Waffen nicht? Egal, vielleicht brauchen wir die auch gar nicht. Vielleicht brauchen wir die auch gar nicht, Leute. Shit, they must have took a wrong turn someplace. What the fuck? Oh, shit. Somebody done locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. Ach, du Scheiße. Und jetzt? Ja, geil. Ey. Was soll ich denn jetzt machen? Oh. Der perfekte Turmspringer. Habt ihr das gesehen? Kerzen gerade. Das war's? Digga, der perfekte Turmspringer. Habt ihr das gesehen? Ich komm nicht klar, Alter. Okay, wir machen noch die nächste Mission. Wir fahren jetzt mit dem Boot zum Dollarzeichen. Und ich glaube, danach wird's richtig abgehen, Alter. Ey, geil. Bis gleich, Freunde. Okay, wir sind wieder angekommen, Alter. Mein Gott, immer diese ganze halbe Weltreise. Here's the plan. It's all about the art of deception. Cup wheels. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question: how does the mafia normally? Ach, guck mal, Zero ist sogar da. Bingo. Stripes for Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass. Zero. Ow. So, we're gonna steal ourselves an armored car. Panzerwagen. And respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles. Digga, ist aber anscheinend eine sehr geile Mission, Leute. Wir sollten richtig abgehen. Also es hört sich krass an, was hier abgeht. Also hier scheint einiges los zu sein jetzt bei der Mission. Okay. So. You get the Packer. Hit the Julius Thruway and keep moving. I'll steal the bikes and get them to you. Okay. Du musst 4 Polizeimotorräder klauen und heil auf der Ladefläche des Packers verstauen. Boah, das ist ja mal eine richtig ekelhaft. Das ist ja mal so todeslangweilig. Ich muss jetzt einfach 4 Motorräder klauen und die dahin bringen. Ach du Scheiße. Ja, wir haben 12 Minuten dafür Zeit. Okay, sage ich so, wie es ist, Freunde. Um euch das zu ersparen, es soll ja ein geiles Finale sein, überspringen wir das natürlich und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, brauchen noch 2 Stück, Leute. Ich habe Angst, dass mich irgendeiner von denen verhaftet. Ne, sage ich so, wie es ist, Alter. Junge, Junge, ist das eine Kacke hier, ey. Geh fliegen, du Hund.
Nein, 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 nein. Verpiss dich. Nein. 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 Ich muss den abstechen. Stech ihn ab, CJ. Stech ihn ab. Ja. Nimm das Motorrad. Und fahr um dein Leben. Fahr, Junge. Fahr, fahr, fahr. Nein. Oh mein Gott, Junge. Ey, ich bin hier schon, guck mal, seit 8 Minuten bin ich hier dran. 8 verdammte Minuten bin ich hier dran. Verdammte Scheiße, Alter. Junge, was eine Kackmission. Das war die unnötigste Mission überhaupt in GTA, Leute. Ich schwör auf alles. 8 Minuten muss ich ein scheiß Polizeiauto von A nach... Ey! Digga, ich dachte schon gerade, ich muss jetzt auch noch sanft drauf fahren. Die Polizei verfolgt mich immer noch, Alter. Reicht doch jetzt! Warum übertreiben die denn so? Ja, ich fahr langsam hoch. Ja, auf einmal geht's so. Ach, was eine Scheiße, Alter. Ich schwör auf alles, ne? Unglaublich. Wenn die Mission sich nicht gelohnt hat, ne? Alles für euch, Leute. Alles für euch, die Nebenmissionen hier. Okay, that should do it. Take care of those bikes. Now get out of here. Ich glaube, danach kommt das Finale, ja. Ich glaube, jetzt beim Dollar kommt die letzte Mission. Und dann haben wir das geschafft, was? Es sieht aus wie eine Vorbereitung für diesen Dings, ne? Ihr wisst schon, alles ist geplant und jetzt geht das Finale los von dieser Mission. So, meine Damen und Herren, und da sind wir auch. Freunde, ist mir scheißegal, wie lange es heute geht. Ich ziehe es für euch durch. Ich liebe euch alle. Ich wollte auch nochmal an der Stelle danke für euren kranken Support sagen. Ich liebe euch alle da draußen, Leute. Es ist einfach, wir sind eine Family, die auf Rille Family. Okay, und jetzt kommt das große Finale, glaube ich, der Mission. Up, up and away. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get ugly. I have an idea. Zero hat die besten Ideen. Es ist wie diese eine von Disneys große Pause, diese Gretchen. Yeah, und Gas mit Brille. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Hey, don't look at me. Or me. Ach nein, Digga. Es muss. Shit. Shit. Sag doch ganz normal shit. Shit. Immer. Shit. CJ ist so breit, Alter. Da wird die alle da umnocken. Also wir müssen jetzt irgendwas zum Fliegen besorgen, so wie ich es verstanden habe. Und Woozy, der steht da einfach nur und verdient seine Asche, Alter. Und kann nichts sehen. Bester Mann, Digga. Der kann auch so mit so einer richtig hässlichen was haben und der weiß es einfach nicht, Digga. Und kann sich einfach im Kopfkino vorstellen, boah, er hat gerade Megan Fox da am Start. Bester Mann Woozy, Alter. Okay, fahren dahin, Leute, bis gleich. Okay, Leute, wir sind da. Open the door, please. Hallo? Oh, ich glaube, jetzt gibt's... restricted area. Oh, guck mal, da oben ist irgendwas. Wie soll ich denn da hochkommen? Oh mein Gott, die haben direkt meine Räder platt geschossen. Ach du Scheiße. Ey! Ist das eine Leiter? Das ist keine... Ey, ist das eine Leiter? Er ist doch eine Leiter. Wollt ihr mich verarschen? Ich schwöre, das ist doch eine Leiter. Ey, und ich habe keine Waffen. Ich habe keine Waffen. Guck mal, mein Leben. Ja, Prost, Mahlzeit. Jetzt ohne Waffen, Ernesto. Viel Spaß. Ich glaube, der hat gespeichert. Bitte, das war so ein langer Weg. Bitte. Jawohl, Junge. Jawohl. Guck mal, wir machen das jetzt anders. Ich glaube, ich bin gerade falsch rausgegangen. So, okay, warte, wir müssen warten, bis der rauskommt. Okay, ja. Dann fahren wir hinten durch. Hinten. Ja, kann man doch gar nicht durchfahren. Warte mal, wie soll ich denn da hochkommen? Warte mal, wie komme ich jetzt hier hoch? Digga, die schießen. Ja, warte mal. Sag mal, wollt ihr mich gerade komplett alle verarschen? Oder wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Digga, ich hab einen Platten. Mein Wagen brennt. Ich muss hier rein in die Halle. Digga, das war's. Guck mal, mein Leben. Guck mal, mein Leben. Ja, das ist das Finale. Boah, das war's, Freunde. Das war's. Das war's. Die einzige Hoffnung wäre, jetzt hier in der Nähe ein Ammunition Shop. Gibt es einen? Ja, ist okay. Komm, ich fahr dahin, ich rüste mich auf und dann nehmen wir die alle auseinander. Bis gleich. Vielleicht ein letztes Mal heute. Bitte, sag es. See you again soon. The revolution is coming. Ja, die Revolution is coming, Alter. Ja, dritter Weltkrieg, du Hund. Okay, Leute, da bin ich. Einmal bitte die Epic Music an. Weil jetzt habe ich Waffen, ich habe alles. Alles habe ich. Alles. So, kommt alle her, ihr Schweine. So, habe ich. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. So, da bin ich. Das ist Ernesto.
warte. Tak, 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 let's go. Ey, ey, warte mal, was schießt da? Irgendwas schießt da. Ich muss den. Ey. Digga, die nehmen mir so schnell mein Leben weg. Ich muss aufpassen. Ich schwör. Ey, irgendwas schießt da mein Leben. Ey, nein, wenn ich jetzt sterbe, ist alles umsonst gewesen. Alles. Da oben ist doch einer, oder? Ja. Da hinten ist auch einer, ich sehe ihn. Ganz ruhig, Ernesto, ganz ruhig. Ey, der zielt so scheiße hier. Ich schwör alles. Kannst du nicht, ich schwör. Ja, 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 perfekt. Da ist Leben. Da hinten ist Leben. Ey, mein Leben. Und da ist so eine panzersichere Weste. Ist hier noch irgendwo jemand? Der zeigt mir ja die Gegner nicht an. Ich bin am Arsch. Da hinten schießt irgendwo jemand. Bruder, das sind die Militär-Spezialeinheiten hier. Gib mir das Leben. Renn. Nimm das. Ja. Oh mein Gott, ohne dieses Leben, ich wäre am Arsch. Ich wäre am Arsch. Bruder, das ist die Spezial-Sonder. Das ist die Genio-Kommandanten. Bruder, wie soll ich hier mal... Wir müssen jetzt echt aufpassen, Leute, ne? Hufeisen. Was macht dieses Hufeisen? Digga, guckt euch das an. Was macht das? Zieht das die Gegner an? Hufeisen 1 von 50 gefunden. Ja, klar. Sollen wir noch ein Special machen, Freunde, und alle Hufeisen suchen? Ah, irgendwas schießt hier. Von wo? Ich muss echt auf. Wir müssen hier auf jeden Fall hoch. Hier ist irgendwo ein Helikopter. Ich höre irgendwo einen scheiß Helikopter, Alter. Müssen uns hier... Was eine Mission, Leute. Ehrlich. Da ist ein Flammenwerfer. Was soll man denn bringen, Digga? Warum renne ich überhaupt dahin, ich Idiot? Der bringt mir doch nichts. Egal, nehmen wir einfach mit, Digga. Auf Bellesch. Immer gut. Okay, Max Gesundheit ist irgendwie gerade gestiegen, steht da. Plus. Ja, geil, Flammenwerfer. Wir nehmen dir die schön, die M4. Jetzt müssen wir aber echt aufpassen. Wir sind kurz vorm Ziel. Wenn ich jetzt sterbe, raste ich aber komplett aus. Weil ohne Waffen schafft man es nicht. Okay, müssen da jetzt irgendwie weiter hoch. Guck nochmal überall, Ernesto, nicht, dass irgendwo gleich ein Sniper kommt oder so. Irgendwas schießt da, bei Gott. Irgendwas schießt da, bei Gott! Was schießt da? Was? Ey, irgendwas schießt da. Ey, Leute, was schießt da? Ey, ich bin am Arsch. Irgendwas schießt da, ne, bei Gott. Ich werd sterben. Ich werd... Irgendwas schießt da. Da oben, der... Hundesohn! War der das? Oder nicht? Es war der. Checkpoint-Sicherung, ja! Ey, stellt euch jetzt mal vor, es wäre kein Checkpoint. Stellt euch mal vor, GTA vor 6 Jahren, es wäre jetzt kein Checkpoint. Ich wäre am Arsch. Ey, geil, es hat gespeichert, Alter. Ich liebe mein Leben. Ey, ich muss aber trotzdem diese Stelle hier schaffen, ne? Digga, was geht denn jetzt hier ab? Oh, oh, das sind diese heftigen Flugzeuge. Ey, wie soll man das denn schaffen, Alter? Komm, das zeige ich euch jetzt noch. Komm, das kriegen wir hin. So, jetzt einmal richtig Konzentration. Und nicht unnötig auffliegen. So, einmal in die Ducke gehen. Hocke, zack. Und zack. Da oben waren Sibi. Und ich glaube, mehr waren nicht. Komm, mehr waren nicht da. Mehr waren nicht da. Schnell ans Geschütz. Komm, Ernesto, renn. Ernesto, renn. Ja, 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 ja. Oh shit, jetzt. Oh shit, jetzt geht's ab. Jawohl, Junge. Oi, oi, oi. Ja, am Arsch. Und du bist auch am Arsch. Und tschüss. Ihr seid beide am Arsch. Wuhu! Ey, geil, Alter. Ich sag euch so, wie es ist, aber richtig schwierig. Richtig schwierige Mission, Alter. Also ohne Waffen. Bruder, ich kam gerade gar nicht klar. Und ohne diese extra Leben und Checkpoint wäre ich jetzt am Arsch, ne? Der Boden hebt den Bankran heraus, benutzt dafür die Winde am Helikopter. Ach du Scheiße, Bruder. Junge, was ist das für eine Mission? Krank, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, und da sind wir. Jetzt muss ich den Transporter hier nehmen. Ach, mit dem scheiß Magneten, warte mal. Magnet, Magnet, Magnet. Senken mit Kreis, ja, ja, ja. Ja, komm. Oh, es hört sich nicht gut an, was hier abgeht. Warte mal. Bruder, ja, 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 ja. Ey! Jawohl, bring den Bankman zum Flughafenfriedhof in der Wüste.
Ja, wie soll ich das Ding denn fliegen? Das gibt mir doch gleich... Warte mal, wir müssen den Magnet anheben, dass der ganz nach oben kommt. Ja, Alter, was ist das denn, Mann? Ey, der Helikopter hört sich gar nicht gut an. Der ist gleich am Arsch, ne? Okay, wir sehen uns gleich wieder, Digga. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen will. Der Helikopter hört sich gerade richtig schlecht an. Der hört sich nicht gut an. Ich schwöre, der geht auch nicht nach oben, ne? Der geht auch nicht nach oben. Ich drücke R1-2, er geht nicht nach oben. Zieh hoch, zieh hoch. Hochziehen! Junge, was eine Mission, Alter. Ey, Leute, ihr habt so ein Glück, ne? Ich bin jetzt gerade locker 3 Minuten geflogen, Alter. Oder was sind das für Wege, die man hier fliegen muss, Mann? Ey, was war das denn? Lande den Helikopter in der markierten Zone. Du hast den Van zerstört. Nein. Nein, nein, nein. Bei Gott, ich flieg das nicht nochmal. Wenn er jetzt nicht gespeichert hat, ich flieg diesen Weg nicht nochmal. Ich bin 3 Minuten gerade wie ein Pisser geflogen. Das ist nicht deren Ernst. Das ist nicht deren Ernst. Ich fass es nicht, bei Gott, ich fass es nicht. Ja, warum habe ich diese Nebenmission gemacht, Alter? Warum habe ich diese Nebenmission gemacht? Ich habe keinen Bock mehr, Digga. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich habe echt keinen Bock mehr, Leute. Ich schwör auf alles, ja. Und das sind nicht mal die Hauptmissionen. Das sind nicht mal die Hauptmissionen. Ey! Ey, jetzt muss ich den Helikopter, dieses scheiß Van abholen und dann nochmal wegfliegen. Ey, ich habe keinen Bock mehr, bei Gott. Ey, das ist die größte Zeitverschwendermission, die ich in meinem Leben gesehen habe, ne? Ich schwör, ich bin kurz davor zu sagen, ey, das war's. Wir machen nächstes Mal Finale. Ja, ich glaube, ich mache Finale Teil 1, Teil 2, Digga. Das kann nicht sein, Digga. Wollt ihr mich verarschen? Guckt euch oben die Zeit an, Leute. Wann haben wir angefangen? Minute 5. Jetzt ist Minute 9:10 Uhr. Ich kann es nicht glauben. Der hat den Helikopter einfach wie einen Schwanz fallen lassen. Habt ihr das gesehen, Leute? Ey, hätte ich das gewusst, ne? Ey, beruhig dich mal. Bitte fahr langsam. Fahr langsam, Bruder. Bitte fahr langsam. Fahr langsam. Nein, 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 nein. 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 Digga. Ey, wie wackelt die Scheiße denn, Mann? Ey, Bruder, der kann nicht stillhalten. Guckt euch das an. Ich kann das nicht. Bei Gott, ich mach das nicht nochmal. Ich mach das nicht nochmal. Guck mal, wie das wackelt, bitte. Ja, ja. Ja, er steht. Oh mein Gott, Alter. Lande die Scheiße da jetzt, ey. Boah, was eine Drecksmission. Dann speichert der nicht mal. Hey, CJ. You never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Ey, ist das jetzt noch eine... Kommt jetzt noch eine Mission? Hä? Kommt gar keine Mission mehr. Das war die letzte Mission. Wir sind durch. Wir sind durch mit den ganzen Nebenmissionen, Leute. Wie viel Cash liegt hier? 755. Ja, easy. Ja, aber ich habe gedacht, jetzt kommt noch so ein richtig geiler Raub oder sowas. Ist ja voll schwach. Oder hatten wir den schon? Digga, ich hab keine Ahnung mehr, Alter. Sag ich so, wie es ist, Alter. Mein Kopf ist am explodieren. Vielleicht kommt jetzt auch ein Anruf. Oh ja, jetzt kommt der Anruf. Jetzt kommt der heilige Anruf. Carl, it's Woozy. Ja. Hey, what's up, man? You get that passkey yet? Nah, but I'm working on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy, and grab the card. Hey, you should know you can't rush the seduction of a lady. Okay, just give me a call when you got it. Oh mein Gott, ich muss jetzt noch von dieser einen Bitch die Karte holen. Das kann nicht wahr sein. Hier oben, ich muss jetzt hier hin zu ihr. Oh mein Gott. Ey, Leute, Alter, ich bin echt bestraft. Ich bin wirklich bestraft, sag ich so, wie es ist. Wisst ihr, was wir machen müssen? Ich werde die abfüllen. Als ob sich auch so amüsiert hätte. Ja, ich werde die abfüllen. Bis gleich, Freunde. Ich werde die abfüllen. Das könnte was werden. Ja, wahrscheinlich könnte das was werden. Die Schweine, Alter. So eine Verarschung, ey. Ich zeige euch das eben hier noch. Also, wenn ihr sie jetzt nicht mit in die Kiste kommt, ne? Digga, ey, das ist so krass. Die erwarten einfach, dass man wirklich immer jedes Mal hier hinkommt, diesen scheiß Status bei ihr erhöht und dann die scheiß Karte klaut. Ey, Bruder. Das ist echt zu viel, ne? Das ist echt zu viel. Das ist wirklich zu viel, was hier abgeht, Mann. Ja, halt die Fresse, Alter. Halt einfach die Fresse. Und? Ey.
Oh mein Gott. Fortschritt einfach minus. Einfach minus gegangen. Ey, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich schwör auf alles. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich mach das nicht, ey. Sorry, Leute. Das geht nicht. Leute, was passiert denn eigentlich? Kann man die auch umbringen oder so? Geht das auch? Such dir ein Lokal aus. Naja, warte mal. Nee, du kommst nicht in meinen Wagen rein. Was passiert jetzt? Hä? Halt's Maul! Ey, das ist ein Witz, ne? Man kann die nicht... Ey, willst du mich verarschen? Ey, man kann die nicht umbringen? Ey, Bruder... Oha. Du hast eine Freundin, euer Date ist zu Ende. Ich scheiß auf das Date, Digga. Verpiss dich, du scheiß Bulle mit deinem Knüppelding. Ey, als ob man die nicht umbringen kann, Alter. Ich schieß die jetzt einfach ab. Nein. Deine Freundin ist tot, ja. Meine Freundin ist tot, ja. Wo ist die Schlüsselkarte? Hello? What is the holdup with that security pass, CJ? Man, it been a slight setback. What kind of setback? Well, more of an unfortunate accident. It's Millie. She dead. Was? What? How? When? Well, we was hanging out and shit got fucked up. That's all I'm saying, man. Well, her pass will probably be in her house. Halt's Maul. Gotta break in and get it. Shit. Right. Hey, I'ma call you when I get the call. Ey, wie geil ist das denn? Man konnte die ja wirklich umbringen. Aber ihr habt es gesehen, ich bin die ganze Zeit gegen sie gefahren mit dem Auto. Es ist nichts passiert. Ey, wie geil ist das denn? Ey, krank, Mann. Okay, ey. Ein Wunder, Leute. Ob der jetzt einfach rein kann in die Wohnung. Ey, wie krank ist das denn? Ja, guck mal, die Schlüsselkarte. Größer als meine Zukunft. Alter, was ist das für eine Wohnung? Was ist das für eine Wohnung, Leute? Jawohl, Alter. Jawohl. Und jetzt können wir dahin. Jetzt können wir dahin, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die hoffentlich finale Mission für diese scheiß Dollar-Scheiße. Telefon klingelt. Es geht Carl, los. It's me. You the man. Get back to the four dragons and we can get on with this thing. See you in a minute. Ja, okay, Leute. Meine Güte, ey, hätte ich das gewusst, ihr habt mich so in die Falle gelockt, ne? Alle, die reingeschrieben haben, oh, nee, mach doch noch die Dollar-Mission, die sind so gut. Wollte ich euch einen Gefallen tun und ihr habt mich einfach so hops genommen. Bei Gott, Leute, ich lüge nicht, ich nehme schon wirklich 1 Stunde 43 Minuten oder so auf, Digga. Wahnsinn. Jetzt kommt der Aufbau, Auffüllbar. Breaking the Bank at Caligula's. Oh, Leute, es ist der Wahnsinn, ey. Yeah, we're good. Alright, see you at the back door. Let's roll. Ja, jetzt kommt CJ noch mit Anzug und so, ne? Oh ja, jetzt wird's schön. CJ mit Anzug. Carl, can you hear me okay? Loud and clear. Okay, we're en route in the armored truck. Okay, I'm gonna get a move on. Gehen das Mafia-Casino. Okay, Leute, bis gleich. Wir sind im Casino angekommen. Boah, Leute, das wird echt eine lange Nacht werden, ne? Du hast 4 Minuten, um das Team hineinzubringen. Okay, this is it. Play it cool, Carl. Play it cool. Hey, I'm cool. Are you sure? Man, you sound kind of edgy to me. I'm cool, okay? Okay, okay. Now make your way to the staff door. Finde die mit der Zugangskarte zur öffnenden Türe und öffne sie. Okay. Boah, du hast ein riesen Casino. Ehrlich, besser als in GTA 5, diese Casinos. Bruder, wie die wieder am Atmen sind, Alter. Als ob die gerade Airways-Kaugummi essen und dann schön durchatmen. So ist das hier? Ain't seen you around here before. You new? Yeah, I'm standing in for Jerry. He's ill. Jerry! Shut up. What? I think I got Jerry's cough. Karte benutzen. Ey, ich kann mich gar nicht an die Mission erinnern. Ich glaube, ich habe diese Mission noch nie gespielt, ne? Okay, the ventilation grills are on the back wall. Throw the gas down one of these. You got it. Okay. Oh mein Gott, ich habe aber keine Waffen. We won't know if that worked until we get down there. Yeah, well, don't worry about it. Right now we've got a schedule to stick to. Head to the security door and use Millie's swipe card. Finde die mit der Zugangskarte, öffne eine Tür und öffne sie, okay?
Okay, good. I've hacked their emergency lighting protocols. I'm going to blow the charges you placed at the dam. Here goes nothing. Wow! I didn't think that was going to work. I can't see Jack. Nachtsichtgerät an. Er ist Nachtsichtgerät. Alter! Was geht denn jetzt ab meinen Augen? Wofür? Ich brauche die Scheiße doch gar nicht, Alter. Junge, meine Augen, noch nie sowas gesehen. Was war das denn? Gibt es hier irgendwo Waffen oder Leben oder so? Ich weiß echt. Okay, we've got the power down, which means the gate's unlocked. But now you're going to have to raise it yourself. Brauchst etwas Großes, um das Tor anzuheben. Ah, da hinten ist ja der scheiß Gabelstapler-Kack da, Alter. Oder wie heißt die Kacke denn? Ja, Gabelpenis. Junge, was eine Mission, Alter. Aber die ist, glaube ich, echt cool. So richtig... wo bewegt er sich? Wir haben nur noch 1,30 Zeit, ne? Geil, der hebt einfach das Tor hoch. Gabel steuern, Alter. Okay, die Jungs sind drin jetzt, oder? Well done, Carl. Now it's time for us to do our part. Try to stay close. Okay, team. Ja, gib mir eine Waffe. Lay out to this place so I know it back to front. Everybody follow me. Der hat einfach die Karte auswendig gelernt, der Wusi. Aber gib mir doch mal eine Waffe. Was macht er da? Damn! The devious bastards have changed the layout. Don't worry. I'll take the lead, boss. Good idea. Everybody, follow him. Habe ich eine Waffe? Oh, jawohl, ich habe Waffen. Sie muss das Geld holen, um zurückzukehren. Jawohl, Digga, ich habe eine Waffe. Okay, jetzt gibt's Action, Digga. Jetzt gibt's Action. 3, 2, 1. Okay, let's go. Boah, mein Leben, Alter. Scheiße. Warte, man kann doch einen Snack hier kaufen. Oh, mein Snack hier, Bruder. Habe ich volles Leben dann wieder? Wie geil ist das denn? Einfach für einen Dollar kaufen wir noch einen Snack hier. Mach mein Leben wieder voll, hä? Wie geil ist das denn? Boah, die Waffe ist echt nicht so geil, ne? Sag ich euch so, wie es ist, Leute. Aber ich glaube, wir haben schon mal diese Mission gespielt. SMG-Skill komplett da oben. Oh, komm, Leute, Alter. Let's go, komm hier mit Penis. Zack. You want this, huh? Folge dem Team zum Tresor. Aber ich kann mich doch ein bisschen an die Mission erinnern damals, ey. Keep alert. Hey, I was just about to say that. Sorry, boss. Not far now, everybody. Stay alert. Oh yeah, stay alert. Junge, ihr macht die 10.000 Likes hier voll. Jeder, der guckt, lässt ein Like da. Wenn ihr kein Like da lässt, ihr seid so Schweine. Bin ich echt sauer auf euch. We'll set the charges while you watch the door. Ja. Okay, boss. Hey, I'm on it. Hurry it up, gentlemen. They know something's wrong. Someone else is in the system. Hey, what's the problem? Somebody's trying to bring the emergency generators back up. Okay, I'll head back up to the generator room and shut them down for good. Zerstöre die Notstrom. Ach, geil, Alter. Mann. Hoch, CJ, hoch. Ach, geil. Ist hier noch ein Pin? Oh nein, oh mein Gott, ich habe unten die Dinger aktiviert. Nein. Oh mein Gott. Guck jetzt. Jetzt steht da, du hast deine Mannschaft umgebracht. Guck jetzt, bitte. Guckt es euch an. Nee, doch nicht, korrekt? Weil ich habe da unten ja auch einen hin platziert. Oh mein Gott, Leute. Ich dachte gerade ehrlich, ich habe gerade alle umgebracht, ne? Everybody take cover! Oh shit. Where do I go? Where do I go? Fire in the hold! Okay, wow! People, load up the cash! Load out the cash! Jawohl, noch eine panzersichere Weste da drin. Carl, you've got Mafia Gorillas coming to the vault and... Curse you, Berkeley! Curse you! Boah, wie viel Geld hier liegt, Alter. Junge, was zur Hölle? Ledige die Mafiosi, während das Team das Geld holt. Ja, nichts einfacher als das. Oh, das ist aber echt unnormal dunkel, okay, ne? Man, warte, ich mach mal heller für euch. Komm jetzt hier, hä? Für euch hier. Machen wir jetzt COD-Action, Alter. Oder Outlast-Action. Was eine Kacke hier mit diesem Nachtsicht. Wisst ihr, wie hell das ist bei mir? Bring das Team zurück zum Van. Und das war jetzt der große Ausraub, Alter. Ein bisschen mehr vorgestellt. Okay, Team. Just how we practice. Two by two.
Scratch that. Everybody follow Carl. Ja, ja. Everybody follow Carl. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Das scheint der richtige Weg zu sein, weil hier sind überall Leute. Ey, nein, 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 dein Leben! Gibt's hier... Ich brauche einen Snackautomaten. Ich brauche einen Snackautomaten, Bruder. Boah, zum Glück gibt's diese scheiß Snackautomaten, Alter. Oh mein Gott, das hat einfach nicht gespeichert, ne? Iss mal die Scheiße für $1 hier. Jawohl, CJ. Genau so, Bruder. Genau so. Genau so ist die Scheiße. Jawohl, Junge. So. Ehrlich, beste Erfindung in diesem Game. Ey. Nein. Was ist jetzt passiert? Du hast es nicht geschafft, die Jungs zu beschützen. Ey, Leute, das kann nicht sein, ne? Das kann nicht sein, oder? Räumen wir Sicherheitskräfte aus dem Weg. Ach, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich schwör auf alles, Leute. Ich bin am Verzweifeln. Das ist auch noch das Finale, Digga. Es ist das Finale. Das Finale, ja. Starkes Finale, ehrlich, ja. Sehr geil. Hammer. Geil. Schluck die Scheiße, schluck die Scheiße, schluck die Scheiße, schluck die... Das Ding ist, wir müssen ja auch noch bei dem Team bleiben, weil sonst stirben die. Stirben die. Schluck die Scheiße, CJ. Ah, ich glaube, da ist sogar das Ziel schon. Komm, egal, egal. Scheiß drauf. Komm, renn, 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 CJ. Renn, renn, renn. Junge, wegen seinen Muskeln ist er so langsam, Alter. Boah, ich krieg echt die Krise. Ich bin richtig abgefuckt, Leute, ne? Ich sag euch so, wie es ist. Everybody in. You two, change into your police uniforms. Geh zum Dienstaufzug. Denk dran, du bist der Köter. Digga, halt die Fresse, Alter, für einen Dienstaufzug. Okay, CJ, you're on your own now. Time to show these motherfuckers what's happening. Carl, would you like me to talk you through to the roof? Anything that helped, man. Oh, what happened? Damn you, Berkeley. Damn you! Ah, come on, man, talk to me. Now head through the casino to the elevators on the far side. Take the elevator all the way to the roof. Boah, Bruder, was eine Mission. Ja, wie komme ich denn jetzt hier durch, ihr Wichser? Ey, wollt ihr mich gerade verarschen, Alter? Das verdammte Dreckstor ist doch zu. Muss ich jetzt einen anderen Weg gehen oder was? Ach, geil, ja. Es geht wieder los. Jawoll, Alter. Ist mir scheißegal, ey, Leute. Ey, ich bin schon seit 2 Stunden am Aufnehmen. Wir sind nicht mal in Los Santos wieder zurück. Ey, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ey. Schieß. Oh, diese Steuerung, ne? Dann soll mir jemand sagen, die Steuerung wurde damals gerade überarbeitet. Das ist die größte Schwanzsteuerung, die es gibt, leider. Sag ich so, wie es ist. Die größte Schwanzsteuerung. Jetzt muss ich wieder komplett zurück hier, Alter. Ja, guck mal, steht da einfach wie Falschgeld. Ja, ja, das ist John Wick, Digga. Der eine ist einfach eingefroren. Ich schwör auf alles, der ist eingefroren, ne? Auf einmal. Auf einmal bewegt er sich. Ja, wen wollen die hier verarschen, Alter? Wen wollen die verarschen? Scheiß mal auf diese Weste, ich bin gerade so abgefuckt, Alter. Ich habe gedacht, ich nehme heute so maximal 3 Stunden auf. Ja, Digga, es wird eine richtige 4-5-Stunden Aufnahme. Hammer. Ja, kommt der Penis in die Ecke, Alter. Verpiss dich, ey. Du musst aufs Dach. Ah. Junge, Junge, Junge. Ganz entspannt machen wir das jetzt hier. Ja, komm, der Nächste. Ja, aber klar. Komm, der Nächste. Und genau, oh, doch keiner mehr. Bruder, was eine Mission, ne? Wusi, dieser kleine Hund, Alter. Damals schon so ein Hund gewesen. Geh über die Dächer und schnapp dir den... Ey, Bruder, bin ich jetzt auch noch Spider-Man oder was? Ey, was geht denn hier ab? Jackpoint, Alter. Ey, ich bin der König der Welt! Woohoo! Junge, was geht denn hier ab, Alter? Ich kann mich aber irgendwie nicht so mehr so gut an diese Mission erinnern, ne? Und jetzt? Nimm doch den Fall... Drücke während des Falls um R2 auf... Ja, klar. Jetzt soll ich da rüberfliegen. Ja, klar. Ja, wie soll ich da jetzt hinkommen? Meint ihr, das geht so, wenn ich unten gedrückt halte? Ey, die ballern mich doch gleich in der Luft ab, die Schwänze. Ey, ich krieg die Krise, ne? Oder sind das... wir haben ja auch eine Verkleidung, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Entweder... Ja, okay. Nein. Ey, CJ, du kleiner Bastard. Du kleiner Hundesohn. Ich schwör auf meine Mutter, du bist ein verdammter... Du zielst lieber oben auf die Helikopter, anstatt auf die Gegner, du dreckiger... Ey.
so eine Verarschung, dieses Dreckspiel, Leute. Guck mal, wie dumm du bist, Alter! Versuch Nummer 2. Ja. Ey. Wen wollen die verarschen? Warum kann ich sie schon in der Luft auf die schießen, Mann? Okay, Leute, jetzt werde ich direkt mein Waffenrad öffnen, weil da ist ja ein bisschen Zeitlupe. Landes-DJ? So, guck mal, mein Leben. Ich kann nicht mal. Ich drücke L1. Wie soll man das schaffen? Wie? Leute, guckt euch mal bitte an. Was ist das für eine verpixelte Scheiße? Guckt euch das mal an. Digga, einfach alles verpixelt da. Ey, ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll, Leute, ne? Die ballern direkt auf einen. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht an mein Waffenrad so schnell wechseln. Ich kann nichts machen. Ich verzweifle hier gerade, wirklich. Weil ich werde nicht safe nicht die Mission nochmal abbrechen und alles von neu machen. Es muss irgendwie klappen. Es muss irgendwie klappen. Irgendwie. Ich habe keinen Bock mehr, bei Gott. Ich schwör auf meine Mutter, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Guck mal, wie der auch landet. Als wäre nichts. Ja, da könnt ihr mich schon in der Luft. Ja, du dummer Hundesohn. Ach komm, Alter. Flieh zum Versteck. Hä? Ich brauch gar nicht den Helikopter. Guck mal, wie dumm die sind, Alter. Die springen auch noch hier runter. Hä? Ich brauch das gar nicht. Ey, wen wollen die verarschen, Digga? Ich brauch diesen Helikopter gar nicht. Ich brauche ihn gar nicht. Ey, Leute, das Spiel ist einfach so ein... Boah, ich will es gar nicht sagen, dieses Wort, ne? Aber ey, Leute, guck mal. Guck mal, anstatt die schreiben, nimm dir den Helikopter oder fahre zu Fuß. Oder geh zu Fuß oder nimm dir ein Auto. Irgendwas. Ah, leck mich am Arsch, Digga. Wir sehen uns gleich wieder. Ich schwöre, dieses Spiel ist so am Arsch, ne? Bei Gott, ich habe keinen Bock mehr. So, wir sind angekommen. Ohne Helikopter. Stell dir mal vor, steht da, du hättest einen Helikopter nehmen müssen. Ich schwöre, dann höre ich auf. Dann ist mir scheißegal, dann beende ich jetzt sofort. Zero, will you hide? I didn't mean to tell Berkeley. It just kind of came out, is all. We are watching you, idiot! Boah, hat er ihm eine Bombe gegeben. CJ, calm down. Boah, hat er ihm eine Bombe gegeben. You better take me home, CJ. Bring mich besser nach Hause. Halt die Fresse, fahr selber. Ja, boah, $100,000 haben wir bekommen. Okay, Leute. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Und jetzt geht es zurück nach Los Santos. Wir fahren zu S zu Sweet, Leute. Bis gleich. Endlich, Digga. Endlich. Wer ruft da jetzt an? Welcher Hund ruft da jetzt an? Sir. You two-bit backstabbing piece of eggplant shit. Salvatore. Nice to hear from you too. You're dead. Your friends are dead. Your family's dead. I'm gonna fuck you up and your children and your grandchildren. Well, it's been nice talking to you, but I got some money that needs spending on some expensive trash. So if you excuse me. You're dead. Dead. Ja, dead halt's Maul, Digga. Wir sehen uns gleich in Los Santos. Okay, Leute, wir sind zurück. Wir sind zurück. Ich fass es nicht, Digga. So, jetzt geht's endlich mit den Hauptmissionen weiter. Groove for life. It's always been that way, and ain't nothing ever gonna change. I done seen it all. What up, CJ? What's up? Yeah, I'm glad to see things back the way they used to be. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. Ich werde jetzt so ausrasten, ich mach dir jetzt alle Platz, mir scheißegal. I'm telling these cats what's important. We gotta let everybody know, Grove is back on the map. Hold up, don't you think we ought to take it easy? What? You know, I got other things in mind. Commitments I made. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. If you don't get this shit together, what you think this place is gonna look like? You always sit real good leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga. Now that ain't fair. Oh. Somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Oh, harte Ansagen vom Bruder, okay. Ja? Have it your way. Come on. Wahnsinn, Leute. Ey, es ist unglaublich. Ey, wir sind jetzt erst bei den Hauptmissionen. Das ist so krass, ey. So you got a plan? Das ist so krass. Ach, geil, mein Flugzeug hier. Okay, let's get those motherfuckers. Erobere Idlewood zurück.
Ey, halt's Maul, Digga. Wenn das jetzt wieder diese Kack-Missionen sind, wo wir da irgendwelche Viertel erobern müssen, Alter, dann könnt ihr meinen Schwanz lutschen, ey. Idlewood. Wenn das ein Viertel ist, okay. Aber ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder 20 Viertel zu erobern. Ich schwör auf alles. Da schrei ich euch um 3 Uhr nachts rum. Juckt mich nicht. Ja. So. Komm, ballern wir die jetzt ab. Ist mir scheißegal, Alter. Kommt her, ich Schwänze, Alter. Hier. Zack. So, ihr Schweine, Alter. So. Ja, und er zielt genau auf den Falschen. Stark, CJ. Stark. Stark, mein Bester. Oha. Digga, was macht denn Sweet da ist am Rumjumpen, Alter, wie Spider-Man? Und kommen jetzt alle um die Ecke gelaufen. 1, 2 und 3. Der Erste. Der Zweite. Ey. Der Zweite. Und gleich kommt von hinten auch noch welche. Ey. Ja, los, die, guck dir mein Leben an, Digga. Ich brauch die M4. Die Waffe ist der größte Schmodder, den es gibt, Alter. So eine Schmutzwaffe, bei Gott. So eine Schmutzwaffe habe ich lange nicht gesehen. Ich werde jetzt einfach alle überfahren. Was anderes kann ich... jetzt kommt der auch noch mit rein, Alter. Verpiss dich doch, Alter. Ja, komm, überfahr die alle. Let's go. Ah, das ist eine panzersichere Weste. Nein, nein, nein. Raus, raus. Sweet, sweet, sweet. So. Hallöchen, guck mal, M4, M4, ihr kleinen Schwänzer, Alter, ihr kleinen, ey, guck mal, schießt wieder auf den Falschen, ja, schießt auf diese Schwänze, ja, genau, genau, die Polizei soll sich bloß verpissen, Alter, verpisst euch, Alter, das ist ein Gangding, habt ihr nichts zu suchen, nichts. Warum schießt du auf den Fahrradfahrer, du Vollidiot? Ey, der schießt nicht mal auf die Gegner! Ey, CJ ist doch wirklich so ein dummer Spast, Alter. Wirklich ein dummer Vollidiot. Der schießt immer auf die Unschuldigen. Was kann eigentlich dieser scheiß Sweet, hä? Kann der auch irgendwas? Außer nur rumstehen wie Falschgeld? Der Schwanz, Alter. So, da hinten... Mein Gott, das ist scheiß Nachladen, Alter! Ey, von hinten, von hinten, von hinten. Warte, schieß. Ja. Ey, ich werde aber nicht diese ganzen scheiß Drecksviertel jetzt hier erobern, ne? Das sage ich schon mal jetzt. Dann können die mir den Schwanz lecken, ehrlich. Und darauf habe ich keinen Bock, diese ganzen 10 Viertel jetzt hier zu erobern. Ich brauche Leben. Ey, guck mal mein Leben. Ziel doch auf die, die hier vorne stehen. Dieses Viertel gehört dir, ja. Noch ein weiteres Viertel holen. Ach, halt's Maul, Digga. Noch ein weiteres Viertel. Egal, wenigstens Checkpoint. Wenigstens Checkpoint, Digga. Sag ich so, wie es ist, Freunde. Sag ich so, wie es ist. Okay, wir gehen jetzt nochmal eine Straße weiter. Ach, komm, Alter. Hä? Was ist denn jetzt los? Wo ist der denn? Hier ist er doch, der Groove. Warum zeigt er mir die ganze Zeit da hinten links irgendwas an? Digga! Ey, und dann verschwindet's wieder. Ah, leck mich am Arsch, Alter. Ich geh jetzt einfach hier in dieses Viertel. Ich erober das, Leute. Bis gleich. Wieder tot. Wieder tot. Ich schwör auf meine Mutter, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich hasse dieses Spiel. Ich schwör auf alles. Was für Hass, Liebe. Das ist das größte Dreckspiel auf Gottes Erden, Alter. Guck mal. Ihr habt's gesehen? Mission startet neu. Sweet ist tot. Stell dir vor, ich hab jetzt einen Bug. Der Polizist überfährt ihn die ganze Zeit. Habt ihr das gerade gesehen? Das hat wieder die Messlatte übertroffen gerade. Ja, geil, Digga. Komm, nächstes Viertel erobern. 6ix9ine ist auch hier, Alter. Okay. Jawohl, komm, komm, komm. Oh, wir können wieder zurück. Ja. Ja. Ey, Leute, ey. Was eine Katastrophe. So eine Katastrophe, Alter. Wir sind da, Leute. Wir sind da. Yep, Grove Street Family handle those ballers. Johnson Boys roll right over.
Okay, dog, I'm gonna get some sleep. I'm beat. Here, I took this from one of those baller fools. Probably drug money. Here's your half. Here's your half. Ja, deine $5,000 kannst du sonst wohin stecken oder wie viel? Oh, 10.000. Oh mein Gott, $10,000. Ach, Leute, ich krieg echt die Krise, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen noch bis zum Ende sind, ne? Das ist ja das Lustige. Stell mal vor, es sind noch 15 Missionen oder so. Stell mal vor. Und ich habe gesagt, das wird das Finale. Was habe ich mir da angetan? Einen Tag vor meiner OP, Digga. Wahnsinn. Wir haben jetzt gerade schon 3.13 Uhr in der Nacht. Okay, wir haben jetzt nur noch die CJ-Missionen auf der Karte. Sonst keine anderen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns auf dem Weg, ja, zu den CJ-Missionen. Bis gleich. Okay, wir sind bei der CJ-Mission. Carl Johnson. Cutthroat Business. Ja, wieder Mad Dog fängt an zu rappen. Yeah. Cutthroat Business. Hey, up, wir machen Business. CJ, und dann up, kommt baby? Der Beat up. Oh, der nervt mich so. Es ist Sunshine, you can do it for me, ja? Es ist Sunshine. Fight the urge. Think of Thatcher. Thatcher. You know it's my time again. I know, dude. So what's holding you back? Whoa, hold up. This is video. I gotta see this fool. Hey man, you clean now. OG Lok. Stell mal vor, jetzt müssen wir OG Lok noch umbringen, Digga. Man, that fake ass Lok. Lok? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. Yeah, oh, die sind aus meinem Versbuch, ja. Und ich hab dir das Versbuch geklaut, du Schwanz. Was willst du jetzt machen? And those are my hoes. Der regt sich so auf und was er dann dreht, ist mein Video. Nur CJ denkt sich gerade aus, so scheiße, wenn er nur wüsste. Ich schlage vor, wir treten kurz drin auf. Ich muss kurz lesen, Freunde. Ja, wir platzen einfach ohne Ankündigung rein. Yeah, krasses Ding. Ja, krass. CJ hilft zuerst dem OG Lok und jetzt wird dem anderen helfen. Ich liebe dich, Maggie. Ich liebe dich, Maggie. Oh, Maggie, du bist nicht ganz richtig im Kopf, Freundchen. Junge, was labert der da? Soll man die Fresse halten, Alter, bevor die Geber gleich kommen und sagt, geh mal weg, du Schwanz. Junge, ich muss immer so viel reden, wenn Musik kommt, Alter. Stell mal vor, das Video wird gesperrt. Bring Mad Dog zum Videodreh. Krank. Ja, super Wagen, ja? Okay. Dann geht's ab jetzt zum Videodreh. See if we can't interrupt that video shoot and recoup some royalties. And my rhyme book. We're flying in style, baby. You got all the makings of a great man at your car. Saving till we spinning Lok's royalties. Tell me how a fake buster phony like suck-ass Lok can make it in a rap game, CJ. Music business is changing, dog. It's all about dance routines and showmanship now. Any fake-ass idiot can get a record deal these days. So what am I supposed to do? Dog. You got heart, you got natural style, you got ice-cold gangsters running through your veins. Anybody can get a record deal, but only the genuine article can shake down the house. CJ, my man, you're a natural manager. CJ, so ein Schwanz, Alter. Erstmal macht er alles für diesen OG Lok und jetzt auf einmal macht er Snitch-Move und macht den 31er und hilft dem Mad Dog, Alter. Ja, sieht man, Freunde werden fein. Oh, boah, über den Wagen einfach geflogen. Oh, ey. Nein, gut, gib mich auf den Sack. Komm, wir fahren da jetzt gemeinsam hin, Leute. Ja, der Wagen ist echt geil. Das macht richtig Laune, damit zu fahren. Guck mal, habt ihr gesehen? Links, wie die Limousine gerade da gedreht ist. Ey, dieses Spiel, ne? Ich habe gar keinen Bock auf GTA Vice City, Leute. Sag ich so, wie es ist, Digga. GTA Vice City, boah, das wird auch nochmal schlimm werden. Das wird auch nochmal schlimm werden. Sag ich so, wie es ist, ey. Ja, wo dreht der denn sein Musikvideo? Mitten auf dem Kuhdorf hier, oder was? Okay, let's smash this party. You fucking phonies! Einfach Tupac. Give me my rhyme book. Give Luftkissenfahrzeug. Me give me back my hose. He busting out. Come on, dog. Let's get it. Ach du Scheiße, Luftkissenfahrzeug. Lass sie nicht entkommen. Ey, wie damals, ne? OG Lok, diese Mission. Lass sie nicht entkommen. Ja, ach geil, diese Luftkissenfahrzeuge. Stay away from me. Stay away from me. Kleiner Sibi, Alter. Ja, was soll ich machen? Den müssen wir jetzt verfolgen, oder? I thought we were friends. Ich hab gedacht, wir sind Freunde, ja, du Schwanz, Alter. Oha, der fährt da richtig gut. Yesterday's news. Boah, der ist so abgehoben geworden, ne? Er hat einfach seinen Bruder CJ vergessen. Guess what, Lok? Oha. L-O-C. Nein. Der pisst dich, nein. Ey. Ey, Bruder. OG Lok verloren. Ach, Leute, leck mein Sack, Digga. Ich schwör auf alles, ich hab keinen Bock mehr, ey. Komm, was macht er jetzt? Hä, jetzt fährt er auf einmal am Strand entlang? Ey, die luftgewissen Fahrzeuge sind zu krass, ne? Guck dir das mal an, Alter, wie das aussieht. Boah, der fährt aber echt gut.
Er fährt echt gut. Die sind so schwer zu fahren, bei Gott. Nein, sag mir nicht, ist der ins Wasser geflogen? Egal, ich mach Trick 17, Bruder. Trick 17. Einfach hier lang fahren. Hä, wo ist der jetzt hin? Ach, da unten ist der. Oder, wisst ihr, der hätte lieber professioneller Luftkissenfahrzeugfahrer werden sollen. Hätte eine Fahrschule aufmachen sollen. Digga, aber jetzt kann er nichts machen. Da vorne kann er nichts machen. Das ist sein Ende. Oder kann man da wieder runter? Verpiss dich! Jetzt muss ich auch noch Go-Kart fahren oder was? Was soll die Scheiße? Hat das jemand vorbereitet für uns hier oder was? Als hätte es jemand... Guck mal, die anderen gucken zu. Die gucken zu. Guck mal, Mad Dog, der chillt da einfach. Wo ist CJ? Ja, die chillen einfach. Das kann doch nicht wahr sein, Leute, ne? Wir folgen OG Doc, lass sie nicht abhängen. Digga, wie damals die Mission. Geil, wie die sich steuern lassen, die Dinger. Richtig nice. der Typ fährt aber auch unnormal schnell, ne? Der OG Lock, wie bei der ersten Mission damals, oder zweite, dritte, die ist ja auch noch OG Lock. Ja, daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr... Ja gut, einfach mal Salto gemacht. Er denkt auch, Alter, er ist Tiger geworden, ne? Der Schwanz, Alter. Boah, was für ein 31er der geworden ist, ne? Seid mal ehrlich. Am Anfang noch die ganze Zeit voll korrekt zu uns, ne? Das ist das Ding, Leute. Man muss aufpassen, wenn man nach oben hilft. Ist auch wirklich so eine Realität. Manche Leute, denen geholfen wird, die vergessen ihre Brüder, durch die sie erfolgreich geworden sind. Ne? Darf man nicht vergessen, Leute. Das ist ein weiser Spruch. Deswegen, wenn ihr irgendwann mal Erfolg habt, passt wirklich auf, welchen Leuten ihr hilft. Ganz ehrlich. Egal, ob ihr Fußballer werdet oder sonst irgendwas. Ganz wichtig an dieser Stelle, Leute. Ich hatte auch schon das ein oder andere Mal. Ein Spaß. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ach geil, guck mal, wo wir sind, Alter. Digga. Aber abballern können wir den auch nicht, ne? Geht der mir auf den Sack, Alter. Wie schnell der fährt, Mann. Reicht doch jetzt. Junge, richtiges Go-Kart-Fahren hier. Ja, Teleportation macht er auf einmal. Ja, geil. Hier, Alter, komm, ich nehme dich von hinten. Digga. Er soll professionell Go-Kart fahren gehen oder was weiß ich, wie die Scheiße auch heißt. Kart fahren, Schwanz fahren. Ich glaube, ich muss den nicht umbringen. Ich muss den nur verfolgen, weil der fährt immer schneller. Egal, was ich mache, der ist immer vor mir. Ey! Digga, wenn ich jetzt kap... Wenn das Ding jetzt explodiert, ne? Was machst du jetzt, ne? Ja, jetzt fährt er noch die Treppen hoch, Alter. Was ist das hier für ein Parcours, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Digga, was ist das hier, Mann? Ja. Und jetzt? You phony! Einfach Tupac. Hey, Jeffrey. You a buster, straight bitch. You stabbed me and my brother in the back. Man, oh mein Gott, der ist uns in den Rücken gefallen. We all make mistakes. Ain't that right, Alki? You ich schwör, das soll, glaube ich, wirklich Tupac darstellen, ne? You's a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Man, royalties, take that. I got more bitch, too. Bitch, I should smack dog shit out your ass. Just don't break hit your me. Face yeah, right here, motherfucker. You phony. Mr. Dog, Jimmy Silverman, blasting fools records. Hold up, I'm the manager. You wanna talk? Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk, all right? I'll butt your ass. I need hits. I mean hits. Now, what about this guy? This phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me, you drunk. Hey, Lo, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Okay. Irgendwie ist der auch lustig, Digga, dieser OG Log. Don't be pushing me. Irgendwie ist der auch lustig, ne, sag mal ehrlich. Der Typ ist verrückt, dieser OG Log, wie die ganze Zeit redet und so, ne? Verrückter Typ, Digga. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Mission wieder. Aber ich glaube, es geht wirklich gerade Richtung Ende zu, ne? Also ich würde jetzt mal schätzen, es sind noch so 5 Missionen oder so. Und ich bin gerade schon am Aufnehmen, über 2,5 Stunden. Okay, nächste Mission, wir sind da. Was geht jetzt ab? Riot. Ach du Scheiße. Es sind ja alle vereint hier. Es sind alle hier vereint. Einfach alle vereint hier, Mann. Ah, die Mission kommt ja auch noch. Ach, ich will es nicht spoilern. Ich sag, ihr wisst aber schon, die es damals gezockt haben. That bastard cost me my farm. And he hogged the barn. Fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn state's evidence
and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and Officer Pulaski himself, believed to be on the run. Oh, wait. They're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest of them. In light of the lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. That's bullshit. You see? Kontakte. This surprised weisen weise Worte, ne? Oh man, ain't no justice. It's just I know. I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Oh, yeah, the whole city's going off. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. Da ab, man. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we ehrlich, der hat vollkommen recht, was der da sagt. So some idiot can burn it down. Digga, was geht da draußen ab, Alter? Dritter Weltkrieg einfach. Was ist die Mission? Shit's real fucked die Kacke ist voll up, am Dampfen, Mann. Yeah, but we gonna handle this ourselves. Jetzt hör auf, bitte nicht wieder irgendwelche mit Bandendingern da überhaupt. Das wäre echt langweilig. Also da haben die reingeschissen dann. Fahr zu Groove Street. Oh, shit. Zu Groove Street, okay. Ja, aber ey, Leute. Diese Kacke mit diesen... Erobere deinen Fickel, erobere deinen Schwanz. Das geht mir so auf den Sack, Alter. Man, I don't know. Just the way shit stacked, I guess. Man, this is fucked up. We should take that bastard down ourselves. And we will, sweet. Ja, den Penny, den Penis, Alter. Den machen wir jetzt Platz. Bis gleich. Those are weird bricks. Oh, what? Es geht weiter. Oh, Macker. Hört zu, hört zu. Wichtig. Kein Cut. He can't stop, you know, giving himself a little bit. What, you mean he likes to consult Professor Hans Jerkoff? Yeah, Wixikowski. Yeah. Wixikowski. Quit it. Burp the worm. Einhandflöte. No, die Flöte. Er stellt vor, er hat jetzt gesagt, oder macht er die Pfeffermühle? Ich schwör auf alles, ich hab mich behindert gelacht. Die Pfeffermühle. Alright, Holmes. Holmes. Aber gerade war mehr los, ne? Habe ich das Gefühl gehabt. Ja, guck mal, alles shit, ist erobert, ne? Even old ladies robbing shit. I guess it's better than staying home and watching the shopping channel. Yeah, go out there and get yourself a bargain. Ja, was geht hier ab, Alter? Aber ich glaube, das ist wirklich langsam jetzt schon Richtung Ende, ne? Bin mir nicht zu 100% sicher. Nicht zu 100%. Shit, man. People real mad. Okay, wir sind jetzt in der Grove Street. I'm gather some homies and get the hood locked. Nein, nicht schon wieder. Anything, give me a call. Oh, jetzt müssen wir, glaube ich, das Viertel verteidigen. You be careful out there, CJ. Ach du Scheiße, Alter. Ach geil, Mission erfüllt. Okay. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Mission. So. Es geht weiter. Was haben wir jetzt am Start? Los Desperados. 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 What up? We almost got the hood under control, man. CJ, this is some serious shit, man. Hey, man, I know, man. I went through a lot of shit for this family since you've been gone, so I know. What? For yourself? Not for the family? Don't get shit confused, nigga. Man, when you gonna give me a break? When you stop acting like you the man. You keep yapping on what you done did, let me tell you what I done did. When Kendall needed shoes, I went out and got the money. When Mars needed an operation, I robbed people for the bread. While you off in Liberty City thinking about your own shit. For 5 years, come on, man. Now you do something you want to fucking pray? Nigga, please. That ain't fair, man. Carl! Man. Yeah, Holmes. I need your help. Holmes. Man, I'm kind of busy right now with family shit. I helped you guys, hombre. It's time you help me and my homies. My hood screwed up too. We got this shitty neighborhood on lockdown now. Hey. Scheiß auf deinen Viertel, Mann. It's time to get my old gang back together. Push out those yay-slanging punks, eh? I know, but I got a lot going on right here in my own hood, man. And I made my brother a promise. My brother wants you to do is pay back your debt, CJ. Und jetzt? All right, I hear you. Digga, CJ ist so ein Fettarsch, Alter. Orale, the Vario's coming back. Boah, die Vario's, ey, hör doch auf. Jetzt muss ich auch noch sein Viertel helfen, diese scheiß Viertelkacke. Okay, so what's the plan? We're gonna meet 3 of my veteranos over at Unity Station. 3? Is that all? All right, I'm gonna get a couple of family boys to come through, too. Rekrutiere ein paar Gangmitglieder der Groove Street Family.
Guck mal, einfach mit Fernseher in der Hand. Okay, müssen ein paar Leute rekrutieren. Ja, wie denn? Ja, die hier zum Beispiel, hä? Gehen wir mal dahin. Wie geht das? Was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Yo, my dog. Was muss ich denn drücken, Mann? Hä? Ich bin noch da. Es sind doch alles Groove Street Families. Digga, guck mal, wie die alles hier fangen an zu klauen. Schlägerei. Alter, was passiert hier, Mann? Geil, jetzt auch noch Ballerei. Kommt rein, Jungs. Ey! Digga, sind das Opfer, Alter. Wirklich Opfer. Wo sind denn ein paar Gangmitglieder? Könnt ihr welche sehen? Die Straßen sind alle verlassen. Die Straßen sind einfach verlassen. Da sind meine Gangmitglieder. Jungs, ihr kommt mit. Kann ich ihn rekrutieren? Ey, das sind nicht mal Gangmitglieder. Digga, wie funktioniert das denn, Mann? Da vorne sind doch welche. Die mit den grünen Sachen. Ey, Leute, ich krieg die Krise. Ne, wir sehen uns gleich wieder. Ah, rekrutieren. Digga, was ein Witz, oder? Man muss die einfach anvisieren. Du musst deine eigenen Gangmitglieder anvisieren und... Shit's real serious, man. Ey, street, Wahnsinn, Alter. Yeah, we better watch ourselves, man. We don't want to get caught on the baller strip while this shit's going down. Man, Tenpenny brought the central to his knees. Ach, scheiße, Alter. Okay, gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Hey, while we're here, I have a question to ask you. Yeah, what? Well, it's personal. Come on, man, we brothers, you and me. You can ask me anything. Okay, here goes. I want to ask Kendall the question. What's the problem? Call her, dude. Here, use my phone. No, Holmes, the question. What? Oh, shit, you mean pop the question? Well, I'm okay with that. You know, I appreciate you asking my permission and shit, but... Nah, no, you're cool. Der will einen Heiratsantrag machen, Digga. Der will einen Heiratsantrag machen. Sure thing, Caesar. I'll talk to him. Thanks, Caesar. Jawohl, stark, sehr stark. Whee! Those Vargos, man, I'm gonna cut those cacos. Vargos, cacos, Schwanzlockos. Hey, Canales, what's cracking, Holmes? Cesar, and you must be CJ. She's an up, CJ. Cesar says you cool, so we cool, Holmes. Ach so, das sind unsere Helfer. Okay, check it out. We're gonna have to work our way through this neighborhood to get to my house. If we stick together, those Vargos pendejos won't stand a chance. Lass doch dem Kunde Basketball fliegen. Hasta la muerte! Hasta la muerte! Halt die Fresse! Ach Gott, Checkpoint-Sicherung, immerhin. Northside Vargos, assholes! Come on, quick, go, go! Keep close! So, weiter, weiter, weiter. Aber diese ganze Zeit nur Ballerei ist nicht so geil, finde ich, bei GTA. Also da, die haben da echt übertrieben irgendwie bei den letzten Missionen, ne? Das ist ja nur Ballerei gefühlt. Egal, wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Oha! Ja, geil. Ganze Großmannschaft hier. Ja, gut wie meine Gang hilft, Alter. Ich habe eine heftige Gang auf jeden Fall, Leute. Richtig heftige Gang habe ich. Ey, die helfen mir echt gut, meine Gang, ja? Keep together. Digga. Nein. Ich brauche Leben. Jawohl, von Weitem ist das die beste Waffe, Alter. Ey. Die beste Waffe, Alter, von Weitem. Ich schwör auf alles. Kann man hier rein? Ja, was ist das denn? Ey, Mann! Was, ey, Mann? Haben wir auch? Zusammenbleiben. Ja, ich bin noch hier. Oh, oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt lieber ein bisschen weiter weggehen. So, hier und jetzt schießen. Ich muss echt auf mein Leben aufpassen, ne? Sag ich so, wie es ist, Leute. Ey, Digga, verpiss dich doch, Caesar. Mal ganze Block hier aufräumen, Alter. That's the last of them. Let's move out. Come on, man, keep up.
Bitte Jackpoint, wenigstens Jackpoint oder so. Begib dich in die Gasse. Warte mal, ist hier irgendwo Leben? Ich sehe kein Leben, Alter. Also gönnen die doch Leben hier. Die Schweine. Nicht mal Leben gönnen die. Es geht safe weiter. Zum Glück habe ich so viel Munition gekauft für die Waffe. Ich habe so viel. Das war der leichte Teil. Jetzt geht's in die Höhle des Löwen. Höhle des Löwen. Oh, Raketenwerfer. Immer noch kein Kontrollpunkt, ne? Ey, so viele Schüsse haben wir auch nicht mehr, ne? Hazer! Ey, guck mal, wie dumm dieser CJ ist, ne? Irgendjemand schießt da noch. Ey, wir müssen echt auf unser Leben aufpassen, ne? Sag ich so, wie es ist, Leute. Wir müssen echt aufpassen. Shit, Hazer! Oh mein Gott, Hazer! Watch it there, more Vagos! Hazer! They're coming over the walls! They're coming over the walls! Hey! Was hätte ich da zur Hölle machen sollen? Dieser Ladebildschirm war weg und auf einmal war der tot. Was soll ich machen? Was? Sagt es mir. Ey, der hat komplett gar nicht gespeichert. Alles von neu, alles. Come on, quick, go, go. Ja, alles, und ich kann nichts dafür. Der ist einfach gestorben. Okay, jetzt sind wir genau an der Stelle, ne? Wieder genau an der Stelle. Leben, das Leben. Ganz ruhig. Guck mal, genau das wollte ich vorhin auch machen. Ey, was ist denn hier los? Ey, Caesar wurde getötet. Weil dieser verdammte, ich wiederhole, ein verdammter im Weg steht und ich ihn abgeballert habe, 100% hier. Dann speichert der nicht mal. Ey, ihr könnt eure Speicherpunkte in den Arsch stecken. Und jetzt wieder die Stelle, Leute. Ich brauche sofort Leben. So, ich mach's jetzt anders, Digga. Ist mir scheißegal. Ey, guck mal, der muss sich die ganze Zeit im Weg stellen. Guck mal, der im Weg steht. Verpiss dich doch, Caesar, Mann. Ey, wie soll ich die Gegner so abballern? Wie? Schieß doch, Mann! Ey, guck mal, der steht einfach im Weg, dieser verdammte Drecks-Caesar. Caesar, der Hundesohn. Du kleiner Wichser, Alter. Geht er mir auf den Sack, Alter. Wie kann man die ganze Zeit so im Weg stehen? So, jetzt, endlich. Endlich, Digga. Was eine Drecks-Scheiße. I'm with you, man. Let's take these pumps. Immer noch kein Checkpoint. This is Vago's neighborhood now. Es ist immer noch kein Checkpoint, Leute, ne? Es ist immer noch kein Checkpoint. Immer noch kein Checkpoint. Ey, schieß diesen Hundesohn auf dem Dach doch ab, da oben! Ja! Let's go, Alter! Alright, that last stuff. We need to get him to a hospital. Soll er verrecken, dieser Hazer, Alter. Schwanzlutscher. You should get back to the Grove. All right, S.A. I'll see you after all this is settled down. Thanks, CJ. Good luck, my friend. Yeah. Ich kenne die billige. Yeah. Wahnsinn, Digga. Was eine Mission. Oha, guck mal, korrekt. Bisschen Geld hier am Einsammeln, ne? Dack. Erst brenne ich auch noch, Digga. Geil. Ich brenne auch noch und verliere Leben. Ja. Am Brennen und Telefonieren. What up, bro? CJ, I've been thinking. The city's big, but it ain't that big. Some fools know where smoke's hiding. Oh. But as long as the Grove Street families don't rule the streets, oh my God. What you got in mind? We gotta hit those bombs and Vargas with everything. Hit every neighborhood they got. If that's the only way, I'm down for that. I'ma see what I can find out in the streets. Big love, bro. Much love, bro. Oh mein Gott, jetzt kommt das Finale. Ich erinnere mich, wo er sagt, ey, ich weiß, wo Big Smoke sich befindet. Jetzt kommt das Finale, Leute. 1 Million%. Ey, geil, Alter, aber ich nehme schon über 3 Stunden auf. Digga, was ein Finale, ne? Also ich glaube, ein geileres GTA-Finale hättet ihr nicht bekommen können. Sag ich euch so, wie es ist, Freunde. Wir werden jetzt nochmal schön die Waffen aufpimpen, Leben holen und dann mit voller Kraft ins große Finale gehen, Leute. Bis gleich. Oder was passiert hier? Was zur Hölle passiert hier?
Komm, jetzt das letzte Mal, sag es, bitte. Das letzte Mal, dass wir im Ammunition Shop sind, Leute. Jetzt kommt das Finale, glaube ich, ehrlich. Bitte, sag es. See you again soon, bitte. There are cultists everywhere, friend. Ein Opfer, Digga. Du hast dich nicht würdevoll verabschiedet. Du warst die ganzen Folgen immer cool mit deinen Sprüchen und jetzt sagst du nicht mal zum Abschied den Spruch, den wir brauchen, Leute. Okay, Leute, ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Let's go. Du musst mehr Gang-Territorien in Los Santos übernehmen. Ey, halt's Maul, Alter. Ich muss jetzt Viertel. Ey, nein, Bruder. Nein, nein. Ich sag euch so, wie es ist, Leute. Ich habe hier 30 Minuten gebraucht und keine Ahnung, ob das 35% sind oder nicht, aber sieht nicht so aus. Wenn er jetzt steht, ich soll weitermachen. Ey, ich gehe kaputt. Ich bin jetzt schon seit 4 Stunden auf, Bruder. Seit 4 Stunden. Das reicht nicht. Seit 4 Stunden nehme ich auf. Ich bin verzweifelt. Das ist mein verzweifeltes Finale überhaupt. Ich habe sowas noch nie erlebt, Digga. Ich habe keinen Bock mehr. Da ich es so, wie es ist, ich habe keinen Bock mehr. Ey, Leute, wenn das jetzt immer noch nicht reicht, ne? Wie können die so ein Finale machen, bei Gott? Bei Gott, ich habe keine Lust mehr. Das ist mir scheißegal. Warum gibt's keinen Cheat? Alle Viertel gehören dir. Gibt's nicht. Bitte mit Liebe jetzt eingeben. Das ist so eine Verarschung, Alter. Du denkst, du hast jetzt die finale Mission. Und dann kommt das Spiel und nimmt dich nochmal richtig auseinander. So richtig von hinten, Alter. So richtig BBC-like von hinten. Das ist unglaublich. Ich habe echt keinen Bock mehr, Alter. Ich muss die ganze Zeit auch diese schwanzlutschenden Lutscher muss ich auch noch suchen und ich finde die nicht. Mit ihren scheiß lilanen Klamotten. Ich finde die nicht, guck mal. Ich fahre hier rum und dann wird ab und zu auch nochmal mein eigenes Viertel angegriffen. Also ich finde das gar nicht mehr lustig, ne, wirklich. Ich bin kurz davor zu sagen, naja, scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr. Guck mal. Ah, da sind die, komm. Da sind wieder zwei, komm, hol dir die. Ach, komm. Es reicht langsam, Leute, es reicht. Ey, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich werd's abbrechen, Leute. Tut mir leid. Jetzt werde ich noch verhaftet, Digga. Jetzt werde ich noch verhaftet, Bruder. Ey, bitte, Mann, bitte. Ey, Leute, ich erobere die ganze Zeit 3 Gebiete. 3 Stück. Ich krieg einen Anruf. Ein Anruf. Carl is sweet. Hey, what's up? You find smoke? After we dumped on those ballers, the Vargo started to speak. We got him now. He's hiding in Los Flores or East Los Santos. Time to saddle up, CJ. All right, I'll get you and then we'll roll over there. Ey, Leute, wirklich ungelogen. Was hat hier gerade 50 Minuten Zeit gekostet? 50 Minuten Zeit. Ich habe alles versucht, es so schnell wie möglich zu machen, aber 50 Minuten sind dafür draufgegangen. Ich nehme hier gerade seit 4 Stunden 45 Minuten auf. 4 Stunden 45 Minuten. Es ist der absolute Horror. Das ist das Horrorfinale. Für euch ist das das beste Finale aller Zeiten. Für mich ist das Horror. Es ist Horror. Unser Viertel wird angegriffen. Lutscht meinen Schwanz. Ich hoffe, die Groove Street wird brennen. Ich hoffe, alles wird abbrennen von der Groove Street. Ich hoffe, Smoke kommt in den Knast und kann die Seife aufheben, zusammen mit CJ. Digga, wen wollen die verarschen, diese... Ich kriege echt die Krise, Leute. Ich habe echt keinen Bock mehr, Alter. Ey, einfach so eine Zeitverschwendung. Guck jetzt. Ja, es ist das Finale. Ey, sweet! End of the line. End of the line. It's time for smoke. Boah, Leute, ich bin so todmüde, ey. Ja, 5 Stunden? Was ist das? Was ist das? 5 Stunden? Was ist das, Leute? 5 Stunden? Ey, wenn ihr nicht den Like-Button auseinandernimmt, Digga. Digga, ich hätte einfach komplett streamen können, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Bis gleich. Ja, komm, halt die Fresse, Alter. Around the edge of Los Flores. Some old apartments and a warehouse. He is good as dead, then. I can't believe you bought that same bucket-ass car, man. Hey, if it ain't broke, don't fix it. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich weiß jetzt nur, jetzt kommt so eine Kack-Mission, wo man Big Smoke töten muss und... Ach, keine Ahnung, Digga. Verpisst euch hier alle, Alter. Me too, CJ. Me too. Ach, wir haben voll wenig Munition und es ist mir scheißegal, Alter. Wir machen die Kacke jetzt hier, ey. Big Smoke, Alter. Alles wegen dem Schwanzviertel erobern, ey. I know you down for this, but I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man.
This one for him. For moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey. If you need me, you know I'll be. For sure. You always been there for me, man. Das letzte Mal. Ich werde nie wieder, auch bei Vice City und bei GTA 3, werde ich nie sagen, ich mache das so lange, bis ich das Spiel durch habe. Niemals. Es gibt viele Wachleute in der Crackfestung. Es führt einen Weg hinein, aber der Unruhen ist die Tür verschlossen. Du musst den verstärkten Eingang eingraben, um hineinzugelangen. Du musst nur... Ach, genau so ein... Och Gott, Alter. Jetzt muss ich auch noch diesen... Panzer der Clown, ey. Hol dir. Guck mal. So hat alles angefangen, auf diesem scheiß Fahrrad. Digga, wer schießt denn da auf mich? Was war das denn? So hat alles angefangen, Digga. Mit diesem scheiß verdammten Fahrrad hat dieses Drecksspiel angefangen. Ein Drecksfahrrad, Alter. Bremst doch, du Hundesohn. Ach, geil, Alter. Steig ein. Jawohl, Junge. Hoppa. Boah, Junge, was ein Panzer, Alter. Junge, krankes Fahrzeug, ne? Das sieht heftig aus. Alter. Puh. Guck mal jetzt. Bam, Junge. Habt ihr diesen Soundeffekt gehört? Richtig geil. Hä? Was wollt ihr machen, ihr Schweine? Ich überfahre euch alle. Ihr könnt euch auch verpissen, Alter. So, und jetzt geht's rein in die Crackfestung, Alter. In die Crackfestung geht's jetzt rein. Stockwerk 1, Sicherheitsbereich. Boah, ich werde die alle so hops nehmen. Ist mir scheißegal. Im vierten Stockwerk ist der. Oha! Wo kommt der denn gerade her, Mann? Okay, Leute, also ich werde jetzt meine Fresse halten. Ich muss mich konzentrieren, Alter. Ich will das jetzt hier schaffen, die Scheiße. Jawohl, wenigstens geben wir uns noch mal ein bisschen Leben hier, Alter. Ja, wie komme ich weiter? Hä? Ist das eine Türe? Oh. Ey, mein Leben, mein Leben. Ach. Du heilige. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, was? Der schießt durch Kisten durch und so. Was ist das denn? Digga, guck ich mein Leben an. Es kommt sogar noch Polizei, alles. Digga, was ist das für eine Crackfestung hier? Lebt noch jemand? Guck mal, gleich seht ihr, einer lebt noch. Guck mal, einer schießt. Ich schwöre. Irgendwas schießt hier, bei Gott. Ja, und genau der wird mich holen. Guck jetzt. Ja. Animate to kill him, du kleiner... Ja, Jackpoint. Ja, Jackpoint. Will ich mal sehen. Oh, es hat gespeichert in der Villa. In der Villa. In der Villa hat es gespeichert. Villa Wahnsinn. Im Schwanz, komm um die Ecke gerollt. Hier. Piss dich, Alter. So, komm. Ich zeige euch das jetzt noch. Das kann doch echt nicht wahr sein, Alter. Was hier für eine Scheiße passiert. So, komm, mach das jetzt. Zack. So, komm. Zack. Zack. Nein. Digga, von wo schießen die denn alle, Alter? Man sieht doch nichts in dieser scheiß Drecksfestung hier. Ich bewege mich jetzt auch mal ein bisschen hier weiter. Komm, die können mich nicht alle aus dem Laufen treffen hier. Ach, keine Munition mit der einen Waffe. Nur noch die scheiß Waffe am Start. Jawoll, Junge. Boah, wenn nicht nach jeder Etage gespeichert wird, ne? Dann ist da was los. Hä, ist da gerade jemand gekommen? Bruder, ich brauche Leben, ne? Ey. Ey, der eine Schwanz lebt noch. Er lebt noch. Ey, Leute, ich brauche Leben, ne? Ich will nichts sagen, aber ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Ich muss irgendwo jetzt hier Leben finden, Leute. Safe hinter dieser Wand. Das ist ein Zeichen, Digga. Das ist ein Zeichen. Ich muss diese Wand hier einrahmen. Hä?
100%, Leute. Guckt euch mal die Wand an. Die ist doch schon so nach dem Motto, man muss da durchfahren. Guck jetzt. Hä? Egal, wollt ihr mich verarschen, Mann. Ach, leck meinen Schwanz, Alter. Das Dreckspiel, ey. Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ne? Wirklich, meine Konzentration, alles hat nachgelassen. Ich kann nicht mehr. Ich bin seit über 5 Stunden auf. Und gleich kommt einer, killt mich. Wenigstens Checkpoint. Gib mir wenigstens Checkpoint. Wirklich, das ist so schwer. Ich kann nicht mehr. Sie leben? Ja! Wichtig! Irgendwo versteckt in der Ecke. Oh mein Gott. Ja, bitte speicher. Stockwerk 2. Stell mal vor, jedes Stockwerk ein Checkpoint. Nein, es speichert nicht. Ja! Oh mein Gott! Man steht ja noch so ein Hundesohn, Alter. Ich muss jetzt ganz taktisch vorgehen hier, Leute. Taktisch, Taktik ist hier alles. Was sind das denn für Vögel, Alter? Wo sind denn hier welche? Oh. Warte mal. Kann der Schwanz mich denn da treffen, Alter? Warte, ruhig, ruhig. Oh, warte mal, steht einer vor mir. Schieß doch. Ey, die Waffe ist echt kacke, Alter. Brauch Munition für die Waffe hier wieder. Boah, ich kann mich daran gar nicht mehr so richtig erinnern, ne, an diese Mission, Leute. Ich schwör alle einfach. Aber, ey, kennt ihr das, wenn irgendwas auf dich schießt, du weißt nicht von wo? Aha, da oben. Das soll doch wenigstens mal anzeigen, wenn alle hier tot sind in diesem Drecksraum, Alter. Zeigt's mir an, bitte. Mir ist scheißegal, ich gehe jetzt einmal hier eine Runde rennen, Leute. Weil hier wird safe irgendwo Leben liegen. Ey, wer schießt da? Irgendjemand schießt auf mich, bei Gott. Ich weiß nicht, wo die Schüsse herkommen. Ey. Irgendwas oder irgendjemand schießt auf mich. Ich hab das immer noch. Ich weiß nicht, wo... Mein Gott, woher kommen die Schüsse, Mann? Da hinten! Waren das die? Ich hab keine Ahnung. Es schießt noch einmal. Digga, es ist unmöglich. Ich werde das nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen, ja. Das war's. Guck mal, hier ist auch noch Feuer. Fieros! Speicher, du Hundesohn! Ja, leben! Bitte, bitte. Ganz langsam, CJ, ganz langsam. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dieses Leben kommt gerade so gut, ne, so lecker. Ja, ich habe nicht gesehen, wer auf mich geballert hat, ne? Stockwerk 3, Ballast Launch. Ey, er speichert einfach nicht. Ja, er speichert! Oh mein Gott. Jawohl, Alter. Jawohl, jawohl, jawohl. Hilfe. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich schwör auf alles. Mein Gott, ich kann nicht mehr. Oh mein, scheiß Snack hier, Alter. Digga, was hat der Smoke sich für ein krasses Imperium hier aufgebaut? Guckt euch das mal an, Alter. Big Smoke hat hier alles rasiert, Bruder. Der Typ weiß, wie man Freunde verrät und Business macht, Alter. Krank. Ey. Merkt ihr, wie ich am Arsch bin? Lol, wer ist denn die Statue da? Junge. Alter, da steht noch einer. Ich hab den gar nicht gesehen, Alter. Junge, der Schwanzlutscher, ey. Warte mal, die haben ja einen scheiß Kioskautomaten gehabt. Wieso funktioniert der denn nicht? Ah! Oh mein Gott.
Hinter mir, safe, hinter mir. Wow, was geht ab? Ja, Madame, hä? Guck mal, der hat einfach eigenes Stripclub gehabt, der Big Smoke. Der hat alles gehabt. Alles. Oh. Vielleicht gibt's hier auf der Seite dann Schütze-Dings. Hä, hey, gibt's nix? Was ist das denn für eine Verarschung, Mann? Auf der anderen Seite gab's wenigstens ein Leben. Hola, Chica, wer ist das denn da oben? Super Foto. Bruder, ich kann nicht mehr, bei Gott, ich kann nicht mehr. Keine Munition mehr. Schnapp dir Smoke, ja! Jetzt holen wir uns den, Schwanzlutscher. Jetzt holen wir uns den, Freunde, da ist der. Da ist der. Mit panzersichere Weste, Alter. Hey, Smoke! Hey, CJ, I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Einfach das als Thumbnail, Digga. Digga, guckt euch diesen Rauch an. Good shit. Man, you and Tenpenny. Man, fuck Tenpenny. And fuck his Polish lapdog. And fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you. You got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had... I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do this shit then. You ain't body on the Smoke? Man, I'm disappointed. I thought you was gangster. Hey, I'm a motherfucking celebrity. All kinds of crazy cats out there want a piece of me. Er sagt, er ist Celebrity, Alter. Er sagt einfach, er ist Celebrity. Oder in welchem Film bist du denn? Oh, ja, boah, Digga. Wie einfach machen die es denn einem? Das war früher nicht so, dass hier so ein Raum war. Sei mal ehrlich. Ey, dieser Schwanz, Alter, was schluck. Guck mal, wie easy machen die das denn einem? Diese komische. Habe ich diese Liste? Nee, ich habe nicht mal diese Schutz. Ach, ich habe nicht mal diese Kacke. Ey. Was ist das für ein Trampolin hier? Ist das Smoke? I'll take that paper. Junge, wie schluckt der denn, Alter? Bruder! Digga, ich schieß den mit Pumpgun, es passiert nichts! Ey, das ist doch der Wahnsinn, ne? Ich brauch Munition für die M4. So, jetzt hab ich wieder Pumpgun-Munition, let's go. Aber M4 hab ich auch, ne? Das kann doch nicht wahr sein, was schluckt der denn, Mann? Man sieht gar nichts, Digga, ich sehe nichts! Digga, der hat mir mein ganzes Leben weggenommen, ne? Ich brauch wieder ihr Leben. Da, ja. Digga, wie einfach die das einem gemacht haben. Sagt mir, oh mein Gott, wieder nur Pumpgun am Start. Scheiße. Ja, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Ja. Ja, let's go. Oh mein Gott, let's go. Big Smoke, Alter. What made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money. The power. I don't give a shit. Money and the power. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity of when I'm gone, everyone gonna remember my name. Wahrscheinlich, wenn sich alle an dich erinnern. Ja, Big Schwanz, Alter. Boah, ey, Leute, ich bin am Ende. Damn, man. Ich bin am Ende. Ich bin komplett am Ende, Digga. Es ist 5.45 Uhr, Alter. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. You kill Pulaski, now this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag.
Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny? Huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. Alright, fuck it, that's enough. Chuck it over. Oh, Feuerwehrwagen. Oh, Leute, was eine Mission, Digga. Ich kann nicht mehr. Lost. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding. Good answer, Carl. You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? Mother... It ain't over, Carl. Er hat einfach so getan, als wäre Sweet da. Carl, you motherfucking piece of shit, gangbanger cocksucker. Ah, gangbanger cocksucker. Es brennt ab, du musst schnell hier raus. Ach du Scheiße. Okay, komm, CJ, renn. Digga, wie dunkel das hier ist. Das ist Nachtsicht von Big Smoke eingesammelt. Ah, okay, Nachtsichtgerät von Big Smoke habe ich. Ja. Arme, na, ist das wieder hell, Alter. Warte mal, nehmen wir. Oh, Digga, ich bin so am Arsch. Ja, und jetzt, wo geht's denn jetzt hier runter, Mann? Zeit 6 Minuten. Sag mich, jetzt kommen auch noch Gegner auf dem Weg, Alter. Dann dreh ich aber durch, wenn jetzt noch Gegner kommen, Alter. Digga, es kommen wirklich Gegner. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was ist das hier? Leute, ich bin so am Arsch. So, wir müssen jetzt alle 4 Etagen runter, Bruder. Oder meine Augen, Alter. Als wäre ich in der Matrix, Mann. Ist mir scheißegal. Verpisst euch, ey. Digga, als wäre ich gerade in der Matrix, ne? Diese Etage, Feuerlöscher, um hier rauszukommen. Oh nein. Digga. Ja. Brenn die Scheiße weg. Ey. Ey, Bruder, ich sehe nichts. Meine Augen tun weh. Bei Gott, meine Augen tun weh. Ich schwör auf meine Mutter, Digga. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich schwör auf meine Mutter. Ich hab keinen Bock auf dieses Dreckspiel mehr, ey. Es reicht doch langsam, ehrlich. So, wir sind wieder auf dieser Etage hier. Vielleicht können wir die Gegner diesmal von hier oben schon mal abballern. Aha. Bruder, ich sehe absolut nichts, ne? Dieses scheiß Nachtsichtgerät hat nicht mal was gebracht, ey. Das ist so krass. Digga, wie soll man denn hier Gegner töten? Kannst du mir das mal sagen? Irgendwas schießt doch hier noch, oder? Bin ich blöd? Vielleicht können wir jetzt auch mal weiter. Komm, 5 Minuten haben wir noch Zeit. Ich höre wieder irgendwas schießen. Guck mal, wie soll man hier spielen? Ich habe keine Munition mehr. Ey, wie soll das funktionieren? Wie stellen sich die Macher das vor? Guck mal das Feuer da mal nicht. Ey, was ist das für eine Scheiße hier? Ey, ist das eine Kacke mit diesem Feuerlöscher, Alter. Also, ich krieg echt die Krise, Leute. Wirklich, ich krieg echt die Krise, Alter. Das muss ich die Pumpgun hier nehmen. Brauchen unbedingt. Guck mal, schießen wieder welche. Schießen wieder welche. Ist glaube ich, irgendeine eine Decke oder so. Der scheiß Feuerlöscher ist das Schlimmste, was die gemacht haben. Bei Gott. Fuck mich das ab, Alter. Mach die Scheiße weg. Ja, let's rennen, springen. Pumpgun. Boah, ich musste einfach einmal rumrennen. Ich sehe nirgendwo einen Gegner, bei Gott. Ich sehe nirgendwo einen. Ich sehe keinen. Irgendjemand schießt auf mich, den ich nicht sehen kann. Und gleich wird er mich einfach hops nehmen. Da! Du dreckiger! Und. Ey, der lebt noch! Der lebt einfach noch! Ey! Boah, Leute, der muss unbedingt jetzt speichern, ne? Das ist ja mal so ein Drecksfinale, Alter. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, ey.
Ey, ihr lacht euch gerade alles safe zu Hause kaputt, Alter. Für euch ist das eine neue Staffel, die rausgekommen ist, gefühlt, Alter. Neue Prison Break Staffel ging so lange wie das scheiß Finale hier, ey. Der speichert immer noch nicht. Bitte, ich brauche einen Jackpoint, bitte. Ja, ey. So wichtig, Alter. Jetzt kann man mit voller Selbstbewusstsein hier runterrennen. Das reicht so mit diesem scheiß Drecks. Feuer. Löscher, welcome to America, asshole, Alter. Oder für das Leben. Mit Liebe brenne ich das hier weg. Mit Liebe. Mit Liebe. Wir haben alle Zeit der Welt, Digga. Let's Play ist jetzt eh schon viel zu lange. Man hätte es echt teilen sollen. Ein, zwei Parts, ne? Scheiße, Alter. Egal, wir machen das. Alles gut, Freunde. Wir kriegen das hin. Ey. Weiter, weiter, weiter. So viele Etagen können das doch gar nicht mehr sein, Mann. Wir müssten eigentlich gleich durch sein. Alter, ich muss hier weg. Nein, 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 nein. Nicht zu weit vorgehen, Ernesto. Junge, wie viele hier sind, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, ich hab nur noch die Pumpgun. Ich hab nur noch die scheiß Pumpgun, die aber 500 Kilometer zielt. Wichtig. Einfach mit der scheiß Pumpgun ballern wir hier rum, Alter. Ey, ich hab doch gerade irgendeine M4 oder so aufgehoben. Das kann doch nicht sein. Bitte. Okay, ist keiner mehr. Oh nein, hier war doch mein Leben. Ja. Ihr Schwänzer, Alter, nimm das hier. Einfach mit dieser, was ist das für eine OP-Pumpgun, Alter? Die geht einfach 500 Kilometer. Ey! Digga, es reicht doch mit diesem Drecksfeuerlöscher hier langsam, Alter. Was ist das? Ey, wir haben noch 1,33. Stimmt das mit Zeit? Oh mein Gott, das ist mit Zeit. Ich sehe es jetzt erst. Ey, ich muss mich beeilen. Ich habe nur noch eine Minute Zeit. Und CJ brennt stark. Ja, ich glaube, das war schon der Ausgang. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, oder? Bitte. Ja, wir sind draußen. Ey, immer noch Zeit? Ey, ganz ruhig, Ernesto. Ich darf jetzt nichts über Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Ich darf nichts übereilen. Schieß, schieß doch, Mann! Ey, das kann nicht wahr sein. Guck dich mein Leben an. Guck dich. Ja, bitte. Ja, was war das denn? Nein! Nein! Oder was zur Hölle geht hier ab, Alter? Ich nehme hier über 5 Stunden auf, Alter. Ich kann nicht mehr. Bruder, jetzt kommt auch noch der Tempenny, Alter. Ja, mit seinem Drecksfeuerwehrwagen. Tempenny, you motherfucking piece of shit! I ain't letting you get away with all your. Ja, und der macht einen auf Spider-Man. No. Sweet, no! Sweet! Oh, er macht einen auf Spider-Man hier, Alter. Folgt dem Penny, soll für das Sweet nicht passiert. Bleib dicht an dem Feuerwehr und lass dich nicht von Tempenny abhängen. Digga, was macht denn aber auch Sweet dort, ne? Zu rammen und könntest du sonst Sweet verletzen, okay? Ja, ich bleib dran, Digga, ich bleib dran. Zack. Guck mal, die schießen auf mich, die Schweine. Bleib dicht dran. Ganz entspannt. Oh, Digga, meine Augen fallen so zusammen, das ist unglaublich. Das ist das Ich habe Weltrekord für mich aufgestellt. Also, ich habe meinen persönlichen Rekord gebrochen. Von Let's Plays. Ich habe noch nie so lange aufgenommen. Also an einem Stück noch nie. Noch nie, Digga. Über 4,5 Stunden. Ne, 5,5. 5,5 Stunden. 5,5. Ja, das ist Wahnsinn. Oh nein. Ja, geil, Alter. Junge, was passiert hier, Alter? Ich weiß nur irgendwas mit dem. Ach, ich spoiler nichts. Ich sag gar nichts. Wir fahren das jetzt hier in Ruhe aus.
Just keep hanging on, bro. Lass doch runterfallen. Ja, warum fällt der denn nicht runter? Mach du lieber Fast and Furious, da können die sogar fliegen. Wie schnell ist dein scheiß Feuerwehrwagen? Haben die den getuned oder was? Oder dieser Feuerwehrwagen einfach schneller als sonst was? Digga! Boah, bestimmt eine in der Luft mitgegeben. Junge! Vielleicht explodiert safe mein Auto, ne? Ich seh schon, komm. Ich kann nicht mal diesen Tempenny rammen bei seinem scheiß Feuerwehrwagen, ne? Ich kann nichts machen. Ey, was macht denn auch Sweet? Was hängt er sich da so dran, als wäre er Tarzan? Junge, was ist das für eine Verfolgungsjagd? Die geht schon seit 3 Minuten oder so. Egal, guck mal, wie gut ich das mache, Leute. Wie ein Profi. Muss nur aufpassen, er darf nur nicht irgendwie bremsen oder so. Dann knall ich voll in meinen Bruder rein. Spring doch! Oh, oh, der ist draufgeklettert. Oh, oh. Oh, Gott. Let go, you dumb bastard! Fuck you, bitch! Ich bin da. Ah, jetzt kommt's, Freunde. Das, was ich mich erinnere. Hä, was? Immer noch nicht? Oh, jetzt wird's abgerechnet. Jetzt ist Payback Time. Ach, das war gar nicht der Temp. Das war gar nicht der Dings. Oh mein Gott. Baller. Ach so, guck mal, Auto hat auch noch Leben, Digga. Ei. Jawohl, ich muss den einen Platten schießen, das ist wichtig. Digga, wie kann der immer noch so schnell fahren? Wie kann der immer noch so schnell fahren, Chat? Hä? Ey, Bruder, der hat 2 Platte Reifen hinten, ne? Ich will ja nichts sagen, ne? Aber der scheiß Wagen, der hat 2 Platte Reifen hinten. So, okay. Ich soll mehr versuchen, auf diese ganzen anderen Schwänze zu ballern, okay? Die uns verfolgen. Ach so, oh mein Gott. Ich bin so lost. Guck mal, Leute, ihr merkt's, ne? Guck mal die Uhrzeit. Das ist mein Auto, das Leben da oben. Und ich dachte, das Leben da oben ist von dem Tempenny. Und ich schieße die ganze Zeit auf seinen Dreckswagen drauf, ey, Leute. Hinter uns. Oh oh. Kommen mit ihren scheiß Bikes auch noch. Ey. Ey. Schlucken die denn hier alle, Alter? Meine Nase juckt unnormal, Alter. So lost, wie ich vorhin war, Alter. Wahnsinn. Junge, Alter, der fährt da so, als ob der Fast and Furious Profi wäre. Weiter, Digga. Komm schon. Junge, was? Ey, was ist das für eine Verfolgungsjagd, Alter? Was passiert hier, Mann? Wir haben einfach Los Santos Spritztour gemacht. Einfach Los Santos Spritztour, Freunde. Digga, mein Auto ist gleich am Arsch, ne? Mein Auto ist gleich am Arsch, Digga. Da müsste ich alles von neu machen.
Ja. Jetzt kommt nichts mehr, oder? Es reicht. Ey, Digga, der zwei platte Reifen da hinten, Alter. Wollt ihr mich? Ja, jetzt kommt's, oder? Ja. Ja, oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Genau an die Stelle erinnere ich mich noch, wo der mit dem scheiß Feuerwehrwagen die Brücke runterfliegt und auf die Fresse fliegt, Digga. Das ist unfassbar. 5:55. Wahnsinn. Wahnsinn. Der blanke Wahnsinn, Alter. Was habe ich mir hier nur angetan? Come on, assholes! I'll take you all! You're mine! Mine! I'll run this town! Hey! Over here! Hey! Officer down, come on! Hey! Krass, das ist sogar bei uns da an der Grove Street direkt, ne? Assholes! You never understood what I did! 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did! And I do it all again. Hey, direkt bei uns vor der Tür. Don't do it, man. He's gone. I just want to be sure it's over, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. I mean, far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. Tenpenny is tot. See you around, officer. Wir haben es geschafft, Leute, ey. Ich bin jetzt so glücklich, dass wir es geschafft haben. Guck mal, wie der guckt, Alter, mit seinem Mund da offen, der Schwanz, ey. Boah, Leute, ey. Ich habe noch nie so lange aufgenommen, ne? Für euch. Hey, now that everything is cool, ey, mach doch die scheiß Musik jetzt im Hintergrund aus, Alter. Meine Fresse, ich muss jetzt wieder labern, Alter. Als wäre ich gleich gestreikt. Ja, Problem Venturas. Ja, scheiße, kein Ende. 100% könnt ihr selber machen. Ich werde das nicht machen. Ich habe die Story-Mission gemacht. Das war meine Aufgabe. Alles andere könnt ihr selber machen, ihr Säcke, Alter. Ich bin raus, Alter. Hey, ich komme in Frieden. Mr. Dog hat etwas zu verkünden. Ja, Mr. Doggy Dog hat irgendwas zu verkünden. Ich meine unsere erste goldene Schallplatte. Hey, stark, Junge. Die erste goldene ist am Start. Mad Dog hat rasiert hier. Dreck, Kohle ohne Ende gemacht. Und ich habe beschlossen, mir Brustimplantate machen zu lassen. Tag, halt's Maul, Alter. Ich muss die ganze Zeit dazwischen reden, Freunde, wenn der Musik, ne? Deswegen muss ich auch mal, immer, was kommt als nächstes? Vielleicht sollten wir ins Casino gehen und mit Wusi würfeln, ja. Nee, wir haben noch was zu erledigen. Wir gehen auf Tour, hat jemand ein Taschentuch? Meine Nase hört nicht auf zu laufen. Irgendjemand. Ja, hier, ich hab eins, ja. Ja, ey, nein, danke. Ey, Karl, wo gehst du jetzt hin? Ich muss nachsehen, was im Viertel los ist. Ja, geh. Ja. Oh, es ist vorbei. Und ja, meine lieben Freunde, das war das größte Finale aller Zeiten auf diesem Kanal, auf Feel Gaming TV. Ich könnte dieses, wie viel, 5-Stunden-Video oder wie lange es geht, in 4 Videos schneiden normalerweise, aber ich mache es für euch in ein großes, kompaktes Video. Und ihr könnt euch das alles komplett in Ruhe reinziehen. Ich werde das Video aber trotzdem voll ballern mit Werbung. Und ja, lasst auf jeden Fall alle einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Checkt unbedingt meinen Instagram und Twitch-Account aus, weil dort streame ich auch fast jeden Tag. Ich habe jetzt morgen meine Operation, also Montag, 13.12. und versuche natürlich dann nach ein paar Tagen wieder am Start zu sein. Und ja, Dankeschön an alle, die am Start gewesen sind. Es war sehr nice und
Ich verabschiede mich aus diesem Video, Leute. Wir sind hier im Viertel. Das GTA San Andreas. Ja. Und es gibt nochmal einen Anruf hier. Wer ruft denn hier an? Hey, what's up? Hello? Yes, Claude! Faster, harder, deeper! Oh, Jess! Jess, Jess! Catalina! You sick! Get help! And you, Carl, you are jealous! Es war so klar, ne, dass am Ende des Spiels die auch noch anrufen muss und sowas kommen muss. Ey, wir haben alles bei diesem Finale erlebt. Catalina war wieder am Start, alles. Ja, Freunde, ich verabschiede mich, Leute. Ich bin am Ende. Wir haben das Spiel durch. Ich werde es jetzt nicht mehr anrühren. Ich werde das Spiel jetzt beenden. Und in ein, zwei Wochen, ja, geht es auch schon weiter mit GTA Vice City, Digga. Da geht die nächste Heldenfahrt wieder los. Alles klar, Leute. Ich verabschiede mich, Freunde. Macht's gut. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Eine schöne Nacht. Euer Ernesto ist raus. Macht's gut, meine Damen und Herren. Haut rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Ciao.